von mir aus, von hier aus ein herzliches Willkommen zu dieser Veranstaltung hier heute Abend zu einem Thema, meine Damen und Herren, das die Menschen hier in der Stadt, in der Region, im Umland umtreibt. Ein Thema, das für Unternehmen so interessant und wichtig ist wie für Kultur und Wissenschaft, für die Wirtschaft, nämlich von besonderer Bedeutung ist ein modernes Verkehrswesen, denn ein modernes Verkehrswesen beinhaltet auch moderne Verkehrswege. Heute Abend geht es genau darum, es ist angekündigt, nicht nur durch Herrn Kunz, sondern auch in der Einladung. Es geht um die sächsische Verkehrsinfrastruktur der Zukunft, um die Frage, wie die abgeschnittenen Lebensadern nach Süden und Osten mit Leben erfüllt werden können. Es geht um den Ausbau von Infrastruktur, um moderne vernetzte Verkehrswege, um gute Verbindungen, insbesondere auch zu unseren östlichen Nachbarn. Und dabei geht es eben auch um die wirtschaftlichen Potenziale für unseren Wirtschaftsstandort. Es geht um Exportchancen und es geht um wirtschaftliche Zusammenarbeit. Darüber wollen wir heute Abend diskutieren in einer Expertenrunde, die ich Ihnen gleich vorstellen darf. Und natürlich, Herr Kunz hat es schon angekündigt und meine Damen und Herren, Sie werden es von ähnlichen Veranstaltungen kennen. Wir möchten dann auch gern im Verlauf der Diskussion mit Ihnen ins Gespräch kommen. Dazu sind Sie herzlich eingeladen. Ich werde dann später in die Runde schauen, wie das Interesse ist. Aber ich denke, das Thema ist so wichtig, so brisant, so kontrovers und es interessiert so viele Menschen, dass wir auch mit Ihnen nachher gut ins Gespräch kommen. Doch zunächst, meine Damen und Herren, möchte ich gerne mit Ihnen gemeinsam unsere Gesprächsgäste begrüßen. Unser erster Gast, meine Damen und Herren, ist Ihnen selbstverständlich allen wohl bekannt. Es ist der erste Bürger der Stadt Dresden. Bitte begrüßen Sie mit mir sehr herzlich Herrn Oberbürgermeister Dirk Hilbert. Meine Damen und Herren, ich freue mich genauso, dass zu unserer Diskussion heute Abend ein honoriger Repräsentant unseres Nachbarlandes Tschechien hier ist. Früherer Botschafter seines Landes, Experte insbesondere für das östliche und südöstliche Europa, vormals außenpolitischer Berater des damaligen Staatspräsidenten der Tschechischen Republik, Václav Havel, und wenn ich es richtig nachgelesen habe, seit genau 3 Jahren Generalkonsul der Tschechischen Republik in Dresden. Herzlich willkommen, seine Exzellenz Dr. Jiří Kudela. Herzlich willkommen. Ein herzliches Willkommen, meine Damen und Herren, selbstverständlich auch an jemanden, dem ebenfalls die Beziehungen nach Osteuropa, ich glaube, ich darf das sagen, sehr am Herzen liegen. Rechtsanwalt in Dresden, Direktor des Dresdner Osteuropa-Instituts e.V. und für unsere Runde, meine Damen und Herren, heute Abend von besonderer Bedeutung zweifellos. Er ist der Herr Honorarkonsul der Republik Kroatien in Dresden. Herzlich willkommen, Herr Dr. Peter Neumann. Meine Damen und Herren, wir dürfen in dieser Runde und für diese Runde auch einen Politikexperten begrüßen, erfahrener ehemaliger Abgeordneter, langjähriger Generalsekretär seiner Partei und in diesen Wochen jemand, Sie alle verfolgen das vermutlich ähnlich, jemand, der daran arbeitet, die Interessen Sachsens künftig auch in Berlin zu vertreten. Herzlich willkommen an den Generalsekretär der FDP Sachsen. Herzlich willkommen, Thorsten Herbst. Meine Damen und Herren, mein Name ist Wolfgang Brinkschulte. Ich arbeite als Wirtschaftsjournalist und hauptberuflich als leitender Redakteur des MDR Fernsehens und ich darf Sie durch diese Diskussionsrunde durch den Abend führen. Herzlichen Dank, dass Sie hier sind. Meine Damen und Herren, Dresden, das wissen alle, die hier in der Stadt und in der Region leben und vor allen Dingen auch die vergangenen Jahre im Blick haben. Dresden ist zweifellos das Zentrum des wirtschaftsstärksten Raums im Osten Deutschlands. Dresden die bedeutendste Wachstumsregion und wichtiger Innovationsmotor. Und durch die Integration Europas ist die geografische Lage unserer Stadt Dresden heute sicher mehr Vor- als Nachteil. Die große Nähe, es ist schon angesprochen worden, zu unseren östlichen Nachbarn in Polen und Tschechien und darüber hinaus birgt politische Chancen und
wirtschaftliche Potenziale zugleich. Verehrter Herr Oberbürgermeister, wenn Sie auf Ihre Stadt schauen und auf die internationalen Beziehungen, um das vielleicht im Eingang etwas grundsätzlicher anzusprechen, wenn Sie auf die internationalen Beziehungen, das Umfeld, auf Ihre Stadt schauen, nach Süden und nach Osten, welche Perspektiven sehen Sie da für Ihre Stadt Dresden? Wollen wir mal kurz drüber nachdenken, das ist ja ein weites Feld, was man damit bewerkstelligen kann. Aber ich sehe schon, erstens, dass wir auch aus der Historie heraus sehr enge Verknüpfungen haben, gerade mit dem böhmischen Bereich über Jahrhunderte. Unsere Region davon, ob das über die Handwerkskünste, über die Künste an sich, aber auch über den menschlichen Austausch, Befruchtungen bekommen haben. Und für uns sind im Wesentlichen zwei Nachbarankerpunkte, die für uns sehr wichtig sind. Ist einmal Wrocław, unsere Partnerstadt in Polen, eine unwahrscheinlich dynamische Stadt, also mit hohem Respekt. Und wir klopfen uns da meistens mit Herrn Dutkiewicz, dem Stadtpräsidenten, gegenseitig auf die Schultern, wie beide Städte sich gut entwickelt haben und zu wichtigen Gravitationszentren der jeweiligen Region geworden sind. Man muss auch sagen, ich habe einen sehr guten Draht erneut wieder aufgebaut zu meiner Prager Amtskollegin, was ja ein ähnlich starkes Wirtschaftszentrum gerade für den gesamten tschechisch-böhmischen Bereich ist. Und in diesem Dreieck sehe ich auch in der wirtschaftlichen Entwicklung für die nächsten Jahrzehnte schon einen wesentlichen Wachstumsmodus, was das im Detail heißt. Muss man da nochmal diskutieren. Das ist nicht ganz trivial, weil wenn man anschaut, gerade auch mit unserem Nachbarn Tschechien, wir haben in den Grenzbereichen unterschiedliche wirtschaftliche Schwerpunkte in der Vergangenheit, wo das größte verbindende Element der Automobilbau ist, über die Volkswagen-Gruppe. Ansonsten aber, wo wir jetzt unsere Schwerpunkte eher im Bereich der Mikroelektronik haben, ist es vielleicht im nordböhmischen Bereich eher im Bereich der chemischen Industrie Schwerpunkte. Da muss ich erst noch eine stärkere Interaktion entwickeln. Sehe aber, dass immer mehr unsere Mittelständler Engagements in Tschechien aufbauen. Und umgekehrt sehen wir auch gerade in jüngerer Zeit, dass die eine oder andere Akquise aus dem tschechischen Raum in unserer Region gewesen ist, ob es in der Braunkohle war oder wenn man Minister jetzt auch in Leipzig einmal guckt, es sind ja mittlerweile Unternehmen, die von tschechischen Eigentümern getragen werden. Insoweit glaube ich schon, wird in den nächsten Jahren noch eine ganze Menge Potenzial sein. Sie sprechen etwas an, was mich dazu ermuntert, nochmal nachzufragen, wie Sie sozusagen die Bereitschaft einschätzen in der Dresdner Wirtschaft, im Umland, in der mittelständischen, in der kleineren und mittelständischen Wirtschaft, auch die Möglichkeiten sozusagen der Kontakte und der Wege zu nutzen, um da wirtschaftlich aktiv zu werden. Wir kommen nachher nochmal auf ein paar Zahlen, meine Damen und Herren, um die Bedeutung auch der Wirtschaftspartner etwas einzuordnen. Aber wie nehmen Sie da als Oberbürgermeister die Stimmung auf? Also grundsätzlich erstmal eine aufgeschlossene. Ich sehe auch, dass bei zunehmend auch mehr Unternehmen in unserer Stadt auch tschechische Mitarbeiter eingesetzt werden. Ganz stark und in der Region sowieso im Hotel- und Gaststättenbereich, also im touristischen Bereich, aber auch zunehmend mehr auch in anderen Bereichen. Jetzt zum Beispiel bin ich ja Vorsitzender des Verwaltungsrats der Sparkasse. Wir haben einige tschechische Kollegen bei uns, was auch gut so ist, weil wir damit natürlich ganz anders die Kundenbindung nach Tschechien herstellen können. Und dieses Potenzial erkennen immer mehr Unternehmen. Und es gibt auch eine ganze Reihe, gerade auch an Mittelständlern, die mittlerweile zwei Niederlassungen in Tschechien aufgemacht haben. Und das macht es spannend. Ja. Herr Generalkonsul, Herr Oberbürgermeister hat gerade schon so ein bisschen die Bedeutung der Beziehungen zu Ihrem Land angedeutet. Deutschland ist wichtigster Handelspartner Ihres Landes. Tschechien wickelt, meine Damen und Herren, nahezu ein Drittel seines Außenhandels mit Deutschland ab und auch Sachsen. Herr Generalkonsul, Sie weisen immer wieder in Diskussionen darauf hin, Sachsen spielt dabei eine besondere Rolle. Sachsen ist, oder Tschechien ist ein wichtiges Einfuhrland. Sachsen 20% Anteil. Und Sie weisen auch in solchen Diskussionsrunden, Herr Generalkonsul, wenn ich das sagen darf, hin und wieder darauf hin, dass das sächsisch-tschechische Grenzgebiet, der Grenzraum, viel Potenzial birgt.
Meine Frage an Sie, da ist noch viel Luft, da ist noch viel möglich. Wie sehen Sie die Möglichkeiten, wie schätzen Sie die ein? Ja, danke. Immer ist möglich, etwas besser und breiter machen, selbstverständlich. Was wir haben erreicht in den letzten 20 Jahren, was Beziehungen mit Sachsen, wirtschaftliche, ökonomische und politische betrifft, damit sind wir selbstverständlich zufrieden. Aber wir versuchen, das noch zu besser machen, selbstverständlich. Jetzt sind wir eigentlich Importeure Nummer 1 nach Sachsen. Das wurde schon erwähnt, dass Deutschland ist unser wichtigster Handelspartner. Zwischen Bundesländern ist Sachsen unser vielleicht 8. oder 7. wichtigster Handelspartner für Tschechien. Das ist etwas Erstaunliches. Wir exportieren nach Sachsen mehr als nach Russland und Vereinigten Staaten zusammen. Ja, also das ist schon etwas. Ja. Also Potenzial existiert. Wir haben auch wichtige Investitionen in Sachsen, das wissen Sie sicher. Mibrank, Leak, jetzt ehemalige Vattenfall und so weiter. Ja, wir haben auch wirklich größte, eigentlich das sind allergrößte deutsche Investitionen im Ausland. Ja, Mibrank und Leak. Und dann haben wir eine große Investition auch im Nachbarland Sachsen-Anhalt. Das ist Pisteritz und so weiter. Also damit sind wir zufrieden, aber selbstverständlich, Sie haben erwähnt und genauso Herr Oberbürgermeister, diese Zusammenarbeit mittelständischen Partners. Damit möchten wir noch mehr machen. Ja? Deswegen zum Beispiel in diesem Jahr organisieren wir eine große Börse sozusagen in Bischofswerda im Herbst dieses Jahres. Diese Börse sollte hauptsächlich für die B2B, also Business-to-Business Partner von Mittelschicht sozusagen dienen und ich hoffe, dass genau solche Veranstaltungen uns noch mehr Luft sozusagen fassen, ja? Weil Potenzial gibt es sicher. Also wir sind zufrieden, was haben wir erreicht, aber selbstverständlich können wir besser machen. Das ist unsere größte Aufgabe. Selbstverständlich unser Generalkonsulat ist eine kleine Vertretung, wir sind bloß 2 Diplomaten hier, aber wir versuchen auch im Interesse dieser Ambition uns ein bisschen zu verbreiten. Ich hoffe, dass in der näheren Zukunft bekommen wir eine Unterstützung auch in der Hinsicht wirtschaftlicher Zusammenarbeit. Ja, vielen Dank für den Moment, Herr Generalkonsul. Wir kommen auf das Thema Wirtschaftskooperation, wo ich weiß, dass Ihnen das auch am Herzen liegt, gleich nochmal zurück, meine Damen und Herren. Herr Dr. Neumann, also Honorarkonsul von Kroatien in Sachsen. Ich habe es eingangs gesagt, die Damen und Herren im Publikum wissen das. Das Thema Osteuropa, Kroatien im Speziellen, liegt Ihnen am Herzen. Sie sind oft in Kroatien. Wenn Sie auf die Beziehungen nach Osteuropa schauen und vielleicht jetzt sozusagen beim ersten Aufschlag eher grundsätzlicher wirtschaftspolitischer, austauschpolitischer auf die Verkehrsfrage, meine Damen und Herren, kommen wir dann gleich, weil die spielt eine riesige Rolle. Wirtschaftswege, Verkehrswege sind Wirtschaftswege, keine Frage. Wenn Sie auf die Beziehung schauen, welche Einschätzung haben Sie im Moment? Wie schätzen Sie die Lage ein? Wie sind die Beziehungen aus Ihrer Sicht? Also wenn ich zunächst was zu Osteuropa insgesamt sagen muss, überlagert natürlich der Russland-Konflikt die Beziehungen enorm. Russland ist ein enorm starkes Land und die deutsche Wirtschaft, auch insbesondere die sächsische, hat damit durchaus auch ein Problem. Das muss man wohl so festhalten, jenseits jeder politischen Bewertung dieses Prozesses. Ansonsten muss man ja für Sachsen sagen, dass die Beziehungen sowohl nach Polen wie auch Tschechien, darüber wurde schon gesprochen, sich gut entwickelt haben. Dass immer mehr geht, ist klar. Vor allen Dingen kann man wohl auch sagen, dass, wenn man nur auf Sachsen schaut, in den ersten Jahren nach der Wende natürlich ein verständliches Interesse war, erstmal nach Westen zu schauen, nach Norden zu schauen, das ist menschlich nur zu verständlich. Da ist vielleicht auch schon mal irgendetwas nicht gepflegt worden, was man vielleicht hätte besser pflegen sollen. Ich kann mich erinnern, dass schon mal eine Geschäftsbeziehung aufgenommen wurde Richtung Polen, wo man dann sagte, also 15 Jahre, jetzt arbeiten wir mit Rehmann zusammen, ja, wäret ihr gerne willkommen gewesen. Also, aber das ist ja nicht schlimm.
Neues lässt sich auch aufbauen. Aber abstrakt, jetzt aus rein sächsischer Sicht, ist der Schwerpunkt Norden und insbesondere Westeuropa. Und da lässt sich Richtung Süden und Polen durchaus noch einiges tun. Und damit komme ich dann, wenn ich Sie gestatten, unbedingt, auf mein Amt als Honorarkonsul der Republik Kroatien. Insoweit bin ich natürlich ein bisschen Ihr letztes Rad am Wagen, als dass ich erstens entfernungstechnisch etwas weg bin. Heute Nacht ist aus Kroatien gekommen. Und natürlich handelt es sich wie bei Slowenien, ich glaube, der Kollege ist auch da, der Honorarkonsul der Slowenischen Republik, kleine Länder, die natürlich sich nicht messen können mit den eben genannten Wirtschaftspartnern der Bundesrepublik oder aber des Freistaates Sachsen. Das muss man einfach vorweg schicken. Nichtsdestotrotz, das gilt jetzt insbesondere für Kroatien, ist die Tatsache, dass die EU-Förderung da besonders groß ist, wenn man sich dort engagiert, sicherlich etwas, was einen sächsischen Unternehmer oder auch eine Kommune reizen sollte. Denn gerade in Sachsen ist man ja da besonders erfahren, was das Abgreifen von innerdeutschen oder europäischen Geldern angeht. Also da ist die Kompetenz sicher gefragt. Wenn Sie mich auf die, weil Sie nun mal nicht geleugnet werden können, politische Instabilität, die Sie vielleicht auch von außen wahrgenommen haben mögen, schauen wollen, so muss man sagen, dass natürlich wirtschaftliche Beziehungen nicht abhängig sind davon, wenn man sie denn betreiben will, ob wir einen Regierungswechsel haben oder nicht, oder ob man gerade in einem Land so nicht richtig weiß, wo die Reise hingeht. Also das kann mitnichten ein Grund sein, ich mache Geschäftsbeziehungen mit Kroatien und das kann man tun. Das muss in den Köpfen einfach sein, dass die Wirtschaft sich davon nicht abhängig macht. Und es ist ein wunderbares Land, das ist in Reichweite, in Schlagnähe sozusagen. Es gehört zur zentraleuropäischen Kultur und insofern ist das und sollte das auch kein Grund sein, sich dort zurückzuhalten. Zum anderen kommt hinzu, dass die Republik Kroatien seit 3 Jahren nun wieder Wirtschaftswachstum verzeichnen kann. Ich wollte das gerade sagen, ist wirtschaftlich durchaus dynamisch positive Entwicklung. Das Problem, was wir alle haben, das wollte ich dann, wenn Sie gestatten, ergänzen, weil Sie den Verkehr mit Recht eben zum Thema gemacht haben. Wir müssen, glaube ich, auch Fragen von Arbeitskräftemangel in der Tschechischen Republik, Österreich und in Sachsen dafür. Slowenien, Kroatien ist eher umgekehrt, dass dort Brain Drain ein Problem sein könnte. Und da müssen wir dann auch über Familienpolitik und Arbeit in diesen Ländern reden. Denn Westeuropa funktioniert gut. Wir sind immer noch auf dem Sprung und entwickeln uns. Und ob nun jemand aus Kroatien oder anders in Zentraleuropa arbeiten möchte oder in Nordeuropa arbeiten möchte, macht auch davon abhängig, wie sehr man sich um sie bemüht. Und muss sozusagen, wenn ich im Außenministerium bin in Zagreb oder irgendwo dort im Hotel Esplanada, wo auch immer man so sich rumtreibt, also die Bayern sind immer da, Sachsen sehe ich da keine. Und unsere Konkurrenten sitzen vielleicht gar nicht in Frankreich oder in Polen, sondern vielleicht in einem anderen deutschen Bundesland. Das ist ein Thema, was Kommunikation angeht, auf die Dinge aufmerksam machen, auch für sich zu werben. Das ist vielleicht etwas, auf das wir später auch noch mal etwas genauer zurückkommen. Vielen Dank für den Moment, Dr. Neumann. Im Grunde, Herr Herbst, hat Dr. Neumann schon eine Vorlage geliefert, weil Sie beschäftigen sich seit langem mit Wirtschaftspolitik, mit Wirtschaftsfragen, mit Verkehrsfragen, mit Verkehrspolitik. Vielleicht auch in der ersten Runde, meine Damen und Herren, Herr Herbst, die Frage an Sie. Welche Bedeutung hat aus Ihrer Sicht, haben aus Ihrer Sicht verkehrspolitische Themen für die Weiterentwicklung auch des Wirtschaftsaustausches in Richtung unserer osteuropäischen Nachbarn? Es gibt ja große Projekte, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, aber vielleicht im ersten Moment nochmal so grundsätzlich. Ja, eigentlich eine ganz entscheidende, und das ist ja nichts Dresden-spezifisches oder Sachsen-spezifisches, weil Mobilität verbindet, ermöglicht den Austausch von Gütern, aber vor allem die Begegnung von Menschen. Und wir sind in Dresden ja in einer Situation, oder eigentlich ganz Ostsachsen, dass wir so ein bisschen, ich sag's mal, Zonenrandgebiet flapsig, zumindest für das Thema Eisenbahn sind, weil danach es halt aus Sicht der Deutschen Bahn nicht ganz so lukrativ ist, mit interessanten Verkehren weiterzufahren. Jetzt mal flugtechnisch, naja, ich sag mal, Stagnation ist da schon ein Erfolg, aber so richtig toll angebunden sind wir eigentlich nicht, muss man ehrlicherweise sagen. Und autobahntechnisch, ich sag mal, jetzt besser nach Prag, das ist eine große Freude.
Weil am Ende des Tages die Entfernung, ich meine aus Dresden heraus, wir sind ja eigentlich kilometermäßig schneller in Prag als in Berlin. Ja. Und ich finde, das hat eben nicht nur immer eine verkehrslogistische Bedeutung, sondern eine europäische Bedeutung. Wenn man sich anguckt, das Dreiländereck, Deutschland, Frankreich, Schweiz als ein Beispiel, oder wenn wir ein bisschen weiter nach Norden gehen, Verbindung mit Benelux. Ich fahre halt mit dem Zug von Köln nach Brüssel schneller als mit dem Zug von Dresden nach Berlin, was eigentlich absurd ist. Oder anderes Beispiel, TGV, 3,5 Stunden von Stuttgart nach Paris. Das sind 600 Kilometer, also das ist richtig, eine richtige Strecke. Und das bringt eigentlich die Region zusammen, lässt auch ein bisschen vergessen, dass wir nationale Grenzen haben. Und ich glaube, in einem Europa, was immer stärker zusammenwächst, was mehr kooperiert, wo es einen Austausch an Fachkräften gibt, Tourismus, ist einfach Verkehr eine Grundvoraussetzung und Verkehrsinfrastruktur, um halt zusammenzukommen. Um das verkehrspolitische Thema, meine Damen und Herren, verehrter Herr Herbst, gleich noch etwas weiter zu akzentuieren. Sie haben vor wenigen Tagen in einem Interview gesagt, ich zitiere, meine Damen und Herren, Herrn Herbst, es kann einfach nicht sein, dass sich die gesamte Region Dresden beim schnellen Eisenbahnfernverkehr sprichwörtlich auf dem Abstellgleis befindet. Zitat Ende. Gestern gab es eine große Diskussion in Chemnitz mit dem sächsischen Wirtschafts- und Verkehrsminister. Da ging es auch um die Anbindung von Chemnitz zusammen mit Ihrer Amtskollegin. Nun diskutieren wir, Herr Herbst, ja schon viele Jahre über die Situation. Woran liegt es und was muss eigentlich jetzt getan werden, um möglichst schnell die Situation zu verbessern? Also, ich sag mal, außer Leipzig sind beide Teile Sachsens ziemlich schlecht angebunden, muss man ganz klar sagen. Chemnitz trifft das sehr stark, Südwestsachsen und natürlich auch die Region Dresden in zwei Richtungen, weil in die eine Richtung, Richtung Prag, geht es zwar eisenbahntechnisch, aber natürlich mit allen Restriktionen, die topografisch so ein enges Elbtal bietet und insbesondere für den Güterverkehr. Natürlich mit einer ungeheuren Belastung für die Anwohner. Also wenn sie da in Bad Schandau oder so stehen und dann donnert so ein Zug durch, also ich möchte dort nicht wohnen. Im Bereich des Personenverkehrs sind die Züge deutlich leiser geworden, aber im Güterverkehr eben auf absehbare Zeit noch nicht. Das heißt, diese eine große Vision zu sagen, wir versuchen eine Schnellbahnstrecke als europäischen Korridor nach Prag zu bauen, hat eine strategische Bedeutung. Ich höre immer, na lasst uns doch erstmal das machen, was möglich ist und nicht die großen Projekte. Nein, wenn wir wirklich in der Nord-Süd-Richtung angebunden werden wollen, sollte Dresden keine Endstation sein, sondern das muss man wirklich als Perlenkette von Norden über Berlin, Dresden, Prag und dann auch weiter nach Süden sehen. Und das kann dann wirklich attraktiv sein für alle Orte, die da dran liegen. Und wenn wir dieses Projekt realisieren und sagen, wir schaffen das, hier eine Neubaustrecke zu bauen, dann heißt das Prag eine Stunde. Das ist doch super. Also das bringt, glaube ich, beide Städteregionen viel, viel näher zusammen, ermöglicht einen Austausch. Und in die andere Richtung, dort hat sich Deutschland eigentlich schon seit langem im Staatsvertrag verpflichtet, bis Görlitz zu elektrifizieren auf deutscher Seite. Und die Polen haben gesagt, wir machen es auf unserer Seite. Diejenigen, die ran sind an der Grenze, die Polen, diejenigen, die noch nicht angefangen haben, bauen sie die Deutschen. Und das liegt ein Stück weit im Bund, weil natürlich die Schienenwege, Schienenausbau im Bundesverkehrswegeplan stehen. Aber ich sage auch mal, es liegt ein Stück weit auch an der Landesregierung, die zu wenig auch Druck in Berlin macht. Wir haben immerhin dafür gesorgt, dass mal Geld in die Hand genommen wird, auch als Landesmittel für eine Voruntersuchung, dass man in die ersten Schritte mal reinkommt, dass was passiert. Denn so ein Ausbau dauert ja auch Jahre. Das dauert jetzt nach Polen nicht vielleicht 15 oder 20 Jahre, wie über das Projekt, was wir da Richtung Prag sprechen. Aber mit allen Planungsstufen und Realisierungen reden wir auch über 5-6 Jahre, die locker ins Land gehen, bevor da richtig was passiert. Und das hat im Übrigen auch eine zweite Dimension, ist nicht nur eine Verbindung nach Polen, sondern wenn wir eine Elektrifizierung Richtung Bautzen, Richtung Görlitz haben, bedeutet das auch unter Umständen S-Bahn-Verkehr Bautzen, S-Bahn-Verkehr Kamenz. Also es macht auch die Region insgesamt viel interessanter, Leute zum Arbeiten reinzubringen, für Freizeitaktivitäten. Also da sorgt wirklich auch Mobilität für eine höhere Lebensqualität. Herr Oberbürgermeister, wir haben eine ganze Reihe, ist schon angesprochen worden, eine ganze Reihe von Verkehrsprojekten in Sachsen. Die Verbindung nach Prag, Eisenbahnverbindung, Elektrifizierung. Gestern hat es, wie gesagt, eine große Diskussionsrunde mit dem sächsischen Verkehrsminister in Chemnitz gegeben, zusammen mit Ihrer Amtskollegin in Chemnitz. Die schienen mir nicht so ganz zufrieden zu sein mit dem Ergebnis. Insbesondere nicht in Richtung Schnelligkeit. Wie wichtig ist Ihnen als Dresdner Oberbürgermeister, wie wichtig ist für Dresden sozusagen, dass es in Sachen Verkehrsinfrastruktur vorangeht, dass es womöglich auch etwas schneller vorangeht? Also wenn man so zurückschaut, dann hat Sachsen vieles richtig gemacht nach der Wiedervereinigung, aber an zwei Stellen sind, glaube ich,
Fehler gemacht worden, über die man jetzt diskutieren muss, wie kann man sie beheben. Das ist einmal im Ausbau der Eisenbahninfrastruktur und zum Zweiten bei dem Thema Flughäfen. Man hat sehr stark auf das Thema Autobahnausbau gesetzt. Da muss man sagen, da muss man auch mal positiv bei Verkehrsinfrastrukturen sagen, da sind wir jetzt nach allen Himmelsrichtungen eigentlich sehr gut angebunden. Es gab zwischenzeitlich ja eher die Frage, als nach der Wende Tschechien fleißig gebaut hat, die Autobahn, sie eher an der Grenze sind, als wir überhaupt angefangen haben. Aber wir haben dann aufgeholt und haben dann, wenn die deutsche Maschinerie einmal läuft, dann läuft sie. Dann unseren Teil der A17 fertiggestellt und durften dann warten, dass das letzte Stück auf der Tschechenseite gelingt. Ähnlich muss man auch sagen, wir haben unseren Teil insgesamt mit den Polen in Richtung Breslau zügig ausgebaut. Nach Berlin ist das noch nie verendet. Das war auch für uns strategisch wichtig gewesen. Also insoweit sage ich mal erstmal von der Autobahninfrastruktur kann man sich nicht beschweren. Das ist wunderbar. Bei der Bahninfrastruktur sieht das anders aus. Wohl wissen Sie, es ist eine Bundesangelegenheit, aber wir haben uns da eben unsere Stimme als Sachsen weniger stark in den Mittelpunkt gestellt. Und da muss man wirklich sagen, der vorhergehenden Regierung, dass sie erstmalig das Thema Korridor nach Prag sehr stark auf die Agenda genommen hat, was auch die derzeitige Regierung fortsetzt. Das nehme ich mit großem Wohlwollen zur Kenntnis, um es eben mit auch nachhaltigem Druck in den Bundesverkehrswegeplan hineinzubringen und dann auch möglichst finanziert zu bekommen auf der Nachschiene, das muss man dazu sagen. Und ich finde auch, und das hat schon die letzte Regierung gemacht, dass man jetzt strategisch nicht unklug angefangen hat, nämlich sich Partner zu suchen dabei. Partner auf der einen Seite in Hamburger Hafen angefangen, über Tschechien bis eben den Korridor nach Südeuropa fortzusetzen, denn dafür ist die Verbindung nach Prag enorm wichtiger als Achse, sowohl im Personen- wie im Güterverkehr. Ähnliche Dimension für uns von strategischer Bedeutung, muss ja schon angeschnitten, ist sowohl die Sachsenmagistrale über Chemnitz, weil gerade heute Interaktion, meine Frau arbeitet hier in Chemnitz, wir haben anfangs nicht mal drüber nachgedacht, kannst du mit dem Zug fahren, aber das kannst du nie machen. Ist zeitlich so viel Zeitaufwand notwendig, dass diese Möglichkeit ausgeschlossen ist und dann eben weiter nach Franken. Und dasselbe gilt nach Osten, Richtung Breslau. Also dieses Thema ist heilbar. Das ist heilbar mit Investitionen, die in den nächsten Jahren man sich vehement dafür einsetzen muss auf allen Ebenen, dass wir da in den Prioritätenachsen nach vorne kommen. Schwieriger empfinde ich das Thema Luftfahrt. Da halte ich es für einen so gravierenden Fehler, der kaum noch reparabel ist. Vernünftig wäre gewesen, einen Großflughafen in der Mitte von Berlin, Leipzig, Dresden zu machen, der mit einer sehr guten ICE-Anbindung hätte er genügend Nachfrage generiert und wäre mit Sicherheit vielleicht sogar eher das zweite Drehkreuz, mindestens das dritte Drehkreuz in Deutschland. Das wird Berlin ganz schwer auch zu kämpfen haben, wenn denn mal BBI an den Markt geht, das zu bekommen. Da großes Fragezeichen dahinter. Weil wir in dem engen Umfeld, wie wir unterwegs sind, von Berlin, Leipzig, Dresden, Prag, muss man dazu zählen, haben wir viel zu viele Flughäfen und viel zu wenig Einwohner, um wirklich alle Flughäfen in so einer Dimension mit Interaktion versehen zu können, dass es wirtschaftlich vernünftig ist. Dort sehe ich die größte Herausforderung. Auch eine interessante Anbindung für unsere Gesamtregion, muss man am Ende der Tage sagen, anbieten zu können. Und das sind dann nicht nur mal gewisse Anbindung zu Drehkreuzen, das ist jetzt das, was sagen wir mal der kleinste gemeinsame Nenner ist, sondern wenn ich einen Großflughafen gehabt hätte, dann hätte ich auch interkontinentales in Direktreinflug. Und ich wäre von so einem Flughafen mindestens in einer Stunde mit einer guten leistungsfähigen Verbindung in jedem Stadtzentrum, was eine ganz normale internationale Anbindung. Das wäre, glaube ich, wird man zumindest in unserer aktiven Laufbahn nicht mehr beheben können. Weil da sind so viele Milliarden investiert worden und deswegen wird man schauen müssen, auch für uns als Stadt, wann geht BBI in den Markt?
wie kriegen wir dort, und da habe ich schon vor Jahren mit Gesprächen angefangen mit dem BBI, mit der Bahn, eine gute Verbindung hin. Genau dieselbe Frage ist Prag. Wenn wir die Eisenbahn ausbauen nach Prag, bauen wir sie so aus, dass eine gute Anbindung des Prager Flughafens mit bewerkstelligt ist, um einmal die beiden großen Hauptstadtflughäfen zu nutzen und uns trotzdem, ich sage mal am Ende der Tage, einen regionalen, internationalen Flughafen zu bewahren, der ein eingeschränktes Flugangebot parat hält, gerade zu den Drehkreuzen, aber der wird nie in München oder in Frankfurt werden können. Das ist völlig illusorisch. Kommen wir nochmal auf das Thema Eisenbahn, Herr Oberbürgermeister, zurück. Das ist natürlich etwas, was uns alle als Reisende, als Verbraucher unmittelbar interessiert. Sie haben das Beispiel Dresden-Chemnitz in der eigenen Familie angesprochen. Gestern bei der Diskussion mit dem sächsischen Verkehrsminister hat der Minister die Beteiligten dazu aufgerufen, sich doch ihre Interessen stärker bei der Bundesregierung und bei der Deutschen Bahn zu artikulieren. Sehen Sie das als einen Weg? Ich meine, Sie haben das schon beschrieben, Sie sind da sehr engagiert unterwegs, da noch mehr Druck zu machen in Richtung Deutsche Bahn auch. Sachsen ist ja eine lange Diskussion, besser zu berücksichtigen. Es gibt ja jetzt verschiedene Pläne. Der Konzernbevollmächtigte hat gestern angedeutet, Chemnitz könnte schneller angeschlossen werden. Es gibt verschiedene Pläne, auch eine Verbindung ins Ruhrgebiet, dann die nach München. Das hängt dann wieder an Elektrifizierungen. Also wie sehen Sie da sozusagen auch von den Städten, von den Kommunen her, da noch mehr Druck zu machen? Ist das, mehr Druck machen ist ein Thema. Ich habe es schon angedeutet gehabt. Wir tun gut daran, und das halte ich für den richtigen Weg, sich auch Verbündete zu suchen, eben sowohl im nationalen wie auch im internationalen Umfeld, denn wir werden da auf allen Ebenen kämpfen müssen, denn es geht um viel Geld. Jeder Abgeordnete kämpft für seine Region, und dann je nachdem, wo gerade das Fahrbuch auch dasjenige ist, der das Verkehrsministerium führt, liegen da auch noch gewisse Eigenprioritäten drin. Und wenn wir dabei sein wollen, müssen wir für unsere Interessen kämpfen. Ja. Meine Damen und Herren, wir sitzen natürlich in dieser Runde, auch mit den Beteiligten in dieser Runde, deshalb so zusammen, weil wir zum einen die sächsische, deutsche Perspektive diskutieren wollen, aber natürlich auch die Perspektive unserer östlichen Nachbarn. Herr Generalkonsul, Herr Herbst hat es eben schon angesprochen, die neue in Planung und in Aussicht und verabredete Projekt der Eisenbahnneubaustrecke Dresden-Prag, Verkürzung der Reisezeit um die Hälfte, es wird ein gemeinsamer Tunnel gebaut, das wird noch etwas dauern, aber die Frage aus der Sicht Ihres Heimatlandes, wie wichtig ist das sozusagen wirtschaftlich, aber auch für den Austausch mit den Menschen und vielleicht auch kulturell, denn Ihre Hauptstadt ist ein Kulturmagnet ohne viele Beispiele. Ja, selbstverständlich, das ist für uns äußerst wichtig. Wenn Sie bloß ganz kurz in die Geschichte gucken, eigentlich diese Ader nach Sachsen war für uns immer wichtigste. Ja, also es war für uns wichtigste Verbindung mit Westeuropa sozusagen. Im Grunde genommen, ja, Tschechien war immer an der guten Peripherie von Westeuropa, ja, aber wir sind nicht dadurch gestresst, ja, wir sind damit zufrieden, sozusagen. Ja. Also diese Ader durch diesen Tal nach Sachsen, das hat uns immer verbunden mit Westen, ja, mit Industrie und so weiter. Erste Verkehrsverbindung nach Westen war Elbe. Ja, also Elbe fährt schon seit 40. Jahren des 19. Jahrhunderts. Eisenbahn nach Sachsen 1851. Ja, also eine der ältesten Eisenbahnen bei uns, obwohl schon früher wurde gebaut, eine direkte Verbindung nach Schlesien, österreichische und preußische Schlesien, ja, in Ostrau und so weiter. Das war schon Anfang 40. Jahre. Aber muss ich sagen, dass erst mit der Liberalisierung der Verkehrswegebauung in der KK-Monarchie, kaiserlichen Karolingischen Monarchie, wenn Staat eigentlich bewilligte, das alles privat zu machen, wurde in 10 Jahren in böhmischen Ländern 3-mal mehr gebaut, Eisenbahnlinien, als bevor in 20 Jahren. Ja.
Ja, also in den 60. 70. Jahren, 80. Jahren kam so eigentlich erstaunliche Entwicklung. Ja, und dann die Dichtigkeit dieser Verkehrswegenetzes ist unglaublich dicht geworden. Ja. Wenn Sie gucken auf die alten Karten, Eisenbahnkarten von Europa, dann, oder K&K-Monarchie, österreichische Monarchie, dann die speziell dieser Teil, also West, Nordwest, Böhmen und Sachsen, muss man anders abgebildet sein, weil das war so dicht, das konnte man in normalem Maß nicht abbilden. Also deswegen ist dieser Weg, diese Ader für uns unglaublich wichtig. Jetzt täglich fahren durch diesen Korridor, ich weiß nicht, ungefähr 100 Züge. Ja? Davon Drittel persönliche, andere sind Güterzüge. Ja? In unserem Plan, gemeinsamen Plan, das möchte ich betonen, ist das zu verdoppeln, aber für die Einwohner erträglicher zu machen. Viel mehr leiser und so weiter und so weiter. Deswegen ist das für uns so wichtig, äußerst wichtig. Das ist auch natürlich auch für uns äußerst wichtige Verbindung nach Hamburg. Also unser Zutritt zum Meer, also tschechische, slowakische, ehemalige tschechische Zutritt. Dann die Verbindung von Hamburg über Prag und Wien ist und weiter ist es und Adriatikum wäre für uns unglaublich wichtig, weil selbstverständlich Kroatien ist auch für die Tschechische Republik äußerst wichtige. Und Slowenien und andere Balkanstaaten äußerst wichtige Handelspartner. Wir sind übrigens immer große Konkurrenten mit Deutschland und Österreich dort, aber das kann kompatibel sein. Ja? Deswegen, wir können wirklich gut zusammenarbeiten. Also äußerst wichtig. Sie haben gerade, Herr Generalkonsul, auf die alten Landkarten hingewiesen mit dem dichten Eisenbahn- und Straßennetz. Und ich erinnere mich, dass Sie, ich weiß es nicht, ob es ein Interview war oder ob es eine Veranstaltung war, meine Damen und Herren, darauf hingewiesen haben, doch nochmal auf dieses Straßen- und Eisenbahnnetz zu schauen. Denn da gäbe es, haben Sie mal gesagt, viel Potenzial, das neu zu beleben. Gibt es da Projekte, wo Sie sagen, das hilft uns etwas weiter? Ja. Ich möchte erstens sagen, jede Verbesserung an der sächsischen Seite ist die Verbesserung für uns. Doppelstrich, ja. Unterstrich, ja. Wissen Sie, da, Herr Dr. Neumann-Peter hat erwähnt, dass viele kroatische Unternehmer, deutsche Unternehmen kommen aus Alemania, ja, Franken, Bayern und so weiter. Das ist doch logisch, weil erstens Kroaten ihre Vergötung sozusagen von Deutschland, erstens, ist fantastische Sache für jeden deutschen Unternehmer dort in der Region. Zweitens, allergrößte kroatische Kolonien sozusagen, die sind dort in Bayern, Süddeutschland und so weiter, Westdeutschland. Drittens, Verbindung. Ja? Fantastische Verbindung über Österreich direkt nach Bayern und so weiter. Deswegen, jede Verbesserung, jede Situation ist Verbesserung für uns. Das ist so einfach. Und was ich träume auf, wenn Sie gestatten, wirklich, ich träume über diese Schnellbahnverbindung durch den Tunnel, das wäre umweltfreundlich und so weiter. Donau und so weiter, bis zu Aussicht, Aussicht und so weiter. Und dann noch bessere Verbindung Prag, Reichenberg, Liberec, Zittau, Görlitz. Und oben, es wäre für uns äußerst wichtig. Ja. Also das ungefähr. Ja, vielen Dank, Herr Honorarkonsul. Herr Generalkonsul, Dr. Kudela hat gerade so anschaulich beschrieben, was er sich wünscht und wie er das Verkehrswege- und Wirtschaftswegenetz einschätzt und wie wichtig das ist und welche Vorteile beide Seiten, Sachsen und Tschechien, haben könnten. Wenn Sie in das Land schauen, das Sie hier als Honorarkonsul vertreten und mal deren Sicht uns schildern,
Wie wichtig sind da? Ich weiß jetzt nicht, wie Sie jetzt zuletzt aus Kroatien hierher gekommen sind. Kroatien, meine Damen und Herren, das wissen wir alle, ist natürlich ein formidables Reise- und Touristenland. Da will ich jetzt nicht fragen, wie Sie hergekommen sind, aber wie wichtig dort auch für den wirtschaftlichen Austausch Verkehrswege sind, auch mit den ganzen politischen und wirtschaftspolitischen Themen, die dort wichtig sind. Also ich verrate Ihnen kein Geheimnis, dass ich mit dem Auto gefahren bin und dass ich bedauerlicherweise vom Dresdner Flughafen über Düsseldorf nach Zagreb fliegen müssen. Und das tue ich mir da nicht an und freue mich dann über die Tschechische Republik zu fahren und dann auch jedem Tschechen, den man kennt, sich zu sagen, da im Norden gibt es auch noch einen Partner, das sind nämlich die Sachsen. Und dieses Bewusstsein ist, glaube ich, auch wichtig. Deshalb machen wir auch vor 2 Jahren die Unternehmerreise nach Kroatien und Bus über die Tschechische Republik, Österreich und Slowenien. Im Übrigen, vielen Dank, lieber Hirschi. Deshalb bin ich so gerne mit ihm in einer Veranstaltung, weil er nämlich Kroatien so gut kennt. Und insofern einen Teil dessen, was die Kroaten zu bieten haben und wo die Beziehungen sind, deutlich darstellen kann. Allerdings ist das auch etwas Schwieriges für uns als Sachsen, mal aus sächsischer Perspektive. Denn, ich nehme ein Beispiel, der Hafen von Rijeka. Die Adria-Seite hat 30 Meter. Die größten Containerschiffe der Welt, die größten, könnten dort anlegen. Der Hafen von Rijeka, ich bin sogar autorisiert, dort Gesprächspartner für jemanden zu sein. Teil ist ausgebaut, Bedingungsmittel zum Teil schon gemacht, aber da bedarf es natürlich andere Partner. Das heißt, man kann sich die Strecke über Gibraltar schenken, wenn man unten durch den Suezkanal kommt, und dann heißt das Verkehrsverbindung Richtung Norden, insbesondere Schiene. Und ja, da könnten Sachsen dabei sein, nur da müssen Sachsen auch da unten ausschlagen, die muss man sehen. Fördermittel gibt es mehr als genug. Mehr als für jedes andere Land. Die Kommunikation, sieht man mal von dem kleinen, bescheidenen Honorarkonsul hier in Dresden ab, ist begrenzt. Und da wäre Riesenbedarf, auch mal darauf aufmerksam zu machen. Denn die Bayern, die dort bei der Außenhandelskammer rumrennen, die werden dort bestenfalls eine Verkehrsverbindung Richtung Süddeutschland oder wenn nach Tschechien, dann bitte mit Abbieger Richtung Bayern. Sächsische Interessen stehen da nicht zur Debatte. Und da wäre es hilfreich und nützlich, wenn sächsische Stimmen öfter zu hören wären. So, zur kroatischen Perspektive müssen wir unterscheiden zwischen objektiven ökonomischen Interessen und vielleicht dem einen oder anderen, der dort politisch aktiv ist. Das kann durchaus mal auseinanderfallen. Jetzt kann ich das mit meiner deutschen Perspektive sagen. Natürlich, wir haben ein Land, das nur ein Viertel Export betreibt und eigentlich an der Stelle sich entwickeln müsste. Gott sei Dank rettet der Tourismus eine Menge. Gott sei Dank über 2 Millionen Deutsche jedes Jahr. Und über 14, 15 Millionen Leute, die dort Urlaub machen. Das hilft enorm. Aber der Export ist ein Problem. Wenn die großen Konzerne der Europäischen Union oder auf Lebensmittel, was auch immer, auf das kleine Land über das herfallen, 4,2 Millionen Einwohnern, dann nehmen die natürlich 20% vom Markt. Ist doch klar. Und das merken die Unternehmen, die dort produzieren. Die müssen in Stand gesetzt sein, auf den Markt mit 550 Millionen Einwohnern zu gehen oder Kunden zu gehen. Da hakt es auch ein bisschen Bewusstsein, aber es hat auch mit Verkehrswegen eben zu tun. Denn auf der anderen Seite sind natürlich gerade Kroaten 300.000 in der Bundesrepublik, davon allerdings 95% in den westdeutschen Bundesländern, was sich natürlich erklärt, weil man zu Zeiten Titus verrückt gewesen wäre, wenn man da mal in die DDR gegangen wäre, wenn man schon abhaut. Was ist aber jetzt ein struktureller Nachteil für uns in Sachsen? Denn wenn hier mehr Kroaten werden, wird das helfen. Ich freue mich über jeden, der da ist und weine gleichzeitig, denn es ist natürlich ein Arzt, der in Kroatien fehlt, nicht? Der dort gut ausgebildet ist und dann hier in Sachsen tätig wird und den Menschen dort fehlt. Also wir dürfen diese Verkehrsverbindungs- und Wirtschaftsbeziehungen niemals getrennt von der Frage Brain-Drain-Stabilität der Staaten trennen. Denn gerade bei den kleinen Ländern, das ist jetzt bei Tschechien noch nicht ganz so schlimm, bei der Frage nicht nur Flüchtlinge, sondern auch Ausländer in den Ländern. Stabilität hat auch damit was zu tun. Über 50% Arbeitslosigkeit bei den jungen Menschen in Kroatien. Slowenien ist nicht so schlimm, Österreich, Tschechien überhaupt nicht. Ihr habt gute Zahlen, soweit ich das gesehen habe, eben nochmal. Aber das sind einerseits Arbeitskräfte für die sächsische Wirtschaft. Davon gehen aber 90% oder mehr, wenn sie denn ins Ausland gehen, nach Westdeutschland, insbesondere nach Bayern. Und die Bayern schicken von München niemanden 250, 300 Kilometer hoch nach Sachsen, das machen die nicht. Da müssen wir uns schon selber kümmern, wenn es um den Verkehrsweg Tschechische Republik, Österreich, Slowenien,
Kroatien geht und in Rijeka kann Ölanlandung betrieben werden, nur mal ganz klar. Und wir brauchen dann nicht die Strecke Gibraltar bis Rotterdam. Meine Damen und Herren, Sie merken, wenn wir über verkehrspolitische Fragen sprechen, dann hat das eben immer auch etwas Wirtschaftspolitisches. Und Wirtschaftspolitik ist manchmal auch Verkehrspolitik. Da fällt es mir leichter, Herbst nochmal zu Ihnen überzuleiten. Wirtschaftspolitiker, und das macht auch die sächsische Landesregierung, insbesondere der Wirtschafts- und Verkehrsminister, spricht häufig davon, zuletzt erst in den letzten Tagen wieder in Sachen Verkehrspolitik auch, wir müssen Handelshemmnisse abbauen, auch gerade in Bezug auf unsere Nachbarn. Verkehrspolitik oder eine, ich sag mal, eine verbesserungswürdige Verkehrspolitik als Handelshemmnis, wo sehen Sie da sozusagen Bedarf, doch jetzt intensiv nachzusteuern? Ich sag mal, auf der Straße sind wir, glaube ich, ganz, ganz gut aufgestellt. Das merkt man ja auch an dem zunehmend höheren Verkehrsaufkommen. Wenn ich mir die A17, A14 anschaue, da ist die Belastung schon sehr stark gestiegen, auch im Übrigen die A4, die schon zumindest hier in der Dresdner Region und im Stück Richtung Bautzen oft eine Belastungsgrenze ist. Wir sehen das ja an den vielen Unfällen, Staus, die da passieren. Eigentlich müsste man schon mal nachdenken, wieder auszubauen, aber da man weiß, wie schwer das in Deutschland mittlerweile ist, auch nur 1 Meter Autobahn zu bauen, wissen wir, dass das nicht schnell kommen wird. Schiene, das ist das spannende Thema. Wenn wir dieses Neubauprojekt nach Prag machen würden, wäre es sehr interessant, weil dann haben wir einen Strang, der von Norden nach Süden geht, der hochattraktiv ist. Wir wissen, dass die neue Schnellstrecke, die über Thüringen, über den Thüringer Wald geht, für den Güterverkehr nur bedingt geeignet ist, weil da einfach die Steigungen zu hoch sind, als dass man da irgendwie Güterzug und ICE ineinander fahren lassen kann, weil die dann halt zu schnell ran sind. Und das nächste ist das Rheintal, was auch eine eigentlich schon längst an der Kapazitätsgrenze ist. Und wir erleben jetzt, was gerade passiert mit diesen abgesenkten Gleisen, das ist ziemliches Gas. Das heißt, es ist schon strategisch wichtig, dass wir das in Angriff nehmen. Und das würde Sachsen interessanter machen für Warenumschlag. Ja, Luftverkehr ist, glaube ich, ziemlich hoffentlich in Dresden. Leipzig läuft der Top, muss man ganz ehrlich sagen. Aber auch das Expressgeschäft ja im Wesentlichen dort. Da wird unser Flughafen nie eine zentrale Rolle für Luftlogistik spielen. Das sehe ich zumindest nicht in den nächsten Jahren. Herr Oberbürgermeister, es gibt eine Reihe von Projekten, auch dieses große Eisenbahnprojekt wird noch einige Jahre dauern, bis all die, die auch heute Abend hier sitzen, meine Damen und Herren, bis alle, wir alle etwas davon haben. Wie wichtig ist das Thema Zeit bei der Verbesserung von Infrastruktur, auch aus Ihrer Sicht sozusagen als erster Bürger und erster Vertreter der Stadt Dresden? Wie meinst du das? Jetzt muss ich mal so fragen. Ja, ich habe immer manchmal geschmunzelt. Ich verstehe jetzt, warum wir eine relativ lange Zeit als Amtsperiode Bürgermeister, dass wir auch die Erfolge noch sehen. Aber zum Beispiel. Nein, man braucht das schon. Und deswegen ist auch wichtig, dass da auch Politik unterschiedliche Konstellationen, wie sie sich in der Regierung zusammensetzen, auch an diesem gemeinschaftlichen Ziel immer wieder mit Nachdruck dran arbeiten und dann die locker lassen. Denn eines ist klar, gerade wenn wir jetzt die Verbindung, die jetzt zumindest gedanklich schon relativ weit gedient ist, nach Tschechien, die Neubaustrecke in die Hauptpasse, die müssen wir uns erstmal klar werden, das sind noch Planungen, das sind Genehmigungen, das sind Finanzierungsfragen und natürlich dann auch das ganze bescheidene Bauthema auch zu klären. Da vergehen mit Sicherheit eine ganze Reihe von Jahren, da ist ein Jahrzehnt nichts. Von der Seite her müssen wir erstmal die Voraussetzungen geklärt haben, dass wir eben eine Finanzierungszusage haben und dass wir auch eine Prioritätensetzung haben und dass dann eben auch eine entsprechende Planung passiert. Wenn wir das geschafft haben, dann ist der kleine Part, und das haben wir auch an der Autobahn gesehen, wie lange die Diskussionen vorher gelaufen sind, und das Bauen ging dann doch relativ zügig. Wenn wir vielleicht sozusagen die Zeit etwas schneller vorandrehen und ein Projekt aufrufen, meine Damen und Herren, das in den nächsten Jahren, in der naheliegenden Zeit vor uns, nämlich die Strecke Dresden-Berlin, verbessert werden soll. Kürzere Fahrzeiten, schnelleres Hin und Her. Wie wichtig ist das für Dresden? Mal abgesehen davon, dass es natürlich mehr Komfort bringt und man sich vielleicht auch schneller überlegt, einfach mal hin und her zu fahren. Nein, ich meine, der Ausbau nach Berlin gibt uns dann, ich sage mal, wenigstens eine zweite Lebensader. Im Moment gibt es nur eine halbwegs vernünftige Verbindung, das ist die
Leipzig dann mal weiter nach Frankfurt. Und wenn wir eine sehr gute Verbindung nach Berlin haben, dann sind wir auch gerade nach dem Norden, also Hamburg, ja. Sage ich mal, ist heute schon, auch zu den Zeiten, wo wir noch die Flugverbindung hatten, und mit unseren Einschränkungen, wie wir heute nach Berlin unterwegs sind, kaum konkurrenzfähig gewesen zu fliegen, weil sie sind in knapp 4 Stunden mit dem Zug in Hamburg gewesen und ich als Flughafen einchecken, fliegen, wieder rein in die Stadt, bin ich ähnlich lange unterwegs. Und wenn die Verbindung Dresden ausgebaut, Dresden-Berlin fertig ist, dann kürzt das natürlich nochmal deutlich diese Zeitketten ab. Und man erhofft sich ja, dass man auch ein vernünftiges Zuggerät diese Strecke wieder findet. Denn da kranken wir ja auch ein Stück, indem wir fast ausschließlich die Eurocities da fahren haben, aber eben nie an der vernünftigen ICE-Adresse dran sind. Da erhoffe ich mir einiges. Und natürlich ist es immer wichtig, wenn man erstmal so schön Gateway-Funktion zur Bundeshauptstadt, also da, wo wichtige Zentralfunktionen sind, eine sehr kurze, enge Anbindung zu haben. Das ist das eine. Das zweite habe ich vorhin schon mal gesagt, für mich ist auch die Frage wichtig, ist nicht nur Dresden-Berlin, sondern wie ist gerade, bin ich in Berlin, an den Berliner Flughafen perspektivisch angebunden. Da ist eine ganz wesentliche Entscheidung ja vor kurzem gefallen mit dem Ausbau der Dresdner Bahn, wir jetzt weiterkommen. Das kürzt nochmal den Weg nach Berlin, 10, 11, 12 Minuten ab, wenn ich jetzt richtig im Kopf habe. Das klingt zwar verhältnismäßig wenig, aber die Summation macht es ja dann doch, wenn wir dann eben in einer Verbindung, sagen wir mal, wenig mehr als eine Stunde nach Berlin unterwegs sind bei der Entfernung, dann ist das eine viel engere, auch wirtschaftliche Verflechtung. Dann werden auch die Wirtschaftsräume viel enger zusammenwachsen. Also mehr Komfort für den Personenverkehr, schnellere Taktzeiten, schnelleres Hin und Her, aber auch durchaus ein Gewinn für den Wirtschaftsverkehr. Ja klar, also man sieht ja, ist ja mal Henne-Ei-Prinzip. Hast du ein schlechtes Angebot, ist natürlich die Nachfrage gering. Und wenn es ein gutes Angebot gibt, wird das auch angenommen. Nur ist die Frage, wer macht den ersten Schritt bei dem ganzen Thema. Und hier ist er jetzt, kann man wirklich sagen, nicht bloß fest vereinbart, sondern im Bau. Ist jetzt das Warten auf die Berlin-Verbindung jetzt wirklich nur noch eine Frage, man muss sagen, von Monaten als von Jahren. Ja, meine Damen und Herren, wenn wir über Projekte sprechen, die noch einige Jahre dauern, dann ist das auf jeden Fall ein Projekt, von dem wir heute Abend, die wir alle hier sitzen, möglicherweise doch in naher Zukunft ganz konkret etwas haben werden. Ich schaue mal in die Runde, meine Damen und Herren. Ich hatte es schon angekündigt, Sie sind herzlich eingeladen, sich an dieser Diskussionsrunde mit Ihren Fragen, mit Ihren Meinungen zu beteiligen, mit Ihren kritischen Fragen zu beteiligen. Aber bevor ich vielleicht genauer noch schaue, wer sich jetzt hier zu Wort melden möchte, möchte ich noch an unseren Generalkonsul, an unseren Gast aus Tschechien, der die Tschechische Republik vertritt, eine Frage stellen, die sozusagen nochmal eingeht auf den wirtschaftlichen Hintergrund und auf die Perspektive und die Wahrnehmung und die Meinungen in Ihrem Land. Wenn dann die verbesserten Verkehrswege kommen oder noch konkreter ganz aktuell gefragt, welche Interessen haben Ihre Bürger und Erwartungen haben Ihre Unternehmen an ein besseres Verkehrsnetz, an bessere Verbindungen zwischen Tschechien und Sachsen, zwischen Tschechien und Deutschland? Ja, wenn Sie gucken ein bisschen in die Geschichte der Wirtschaftsregionen in Mitteleuropa, dann können Sie vielleicht auch sehen, meiner Meinung nach mindestens, naturgewurzelte drei große Wirtschaftsregionen. Das ist aus meiner, aus der tschechischen Sicht, das ist ein Dreieck Brünn, Pressburg, Wien, ein Dreieck Prag, Breslau, Leipzig und dritte Dreieck, das ist München und dann unten das Ballungsgebiet von München. Und ich denke, dass diese Wirtschaftsregionen waren immer da. Ja? Und jetzt kommen wieder, oder die bleiben und die werden immer so. Und wir sehen das so strategisch. Schlesien, Sachsen, West, Nord, Mittelmeer.
Südmähren, Westslowakei, Niederösterreich. Dazu ist genügend immer, Entschuldigung, ein einziger gutes Flughafen mit Fernverbindungen, aber mehrere andere mit Nahverbindungen. Zum Beispiel, das wurde hier erwähnt, mehrmals Flughafen Dresden, der ist sehr genutzt von unseren Fluggästen, die möchten, ja, kommod nach Mallorca oder sowas, ja, mit Paketen, ja, angeboten reisen. Von tschechischen Fluggästen ist wieder Prager Václav Havel Airport genutzt für Fernwege und so weiter. Zurück zu Ihrer Frage. Ja, unsere Wirtschaftsleute, unsere Unternehmer, die glauben auf die Zukunft von Mitteldeutschland. Ja, wir wünschen uns, dass Mitteldeutschland wird wieder sowas bedeuten für uns, die tschechische, böhmische Wirtschaft, wie das war früher. Und wir sind dafür darüber fest überzeugt. Und wenn Sie gucken, ich hatte die Möglichkeit, im Jänner oder im Februar dieses Jahres Ihren Ministerpräsidenten zu begleiten, während seiner offiziellen Besuch in der Tschechischen Republik. Wir haben vier oder fünf tschechische Unternehmer auf unserer Seite besucht. Ja, die haben uns gesagt, potenzielle Verbreitung unserer Geschäfte mit Tschechien in den nächsten zwei, drei Jahren zwischen 100-300%. Das ist schon eine fantastische Challenge, wie sagt man das auf Deutsch? Herausforderung. Ja. Und das ist für uns wichtig. Weil, und dann Transfer der Technologien, das ist für uns noch wichtig. Wir versuchen wirklich mehr in der Branche machen, deswegen wir versuchen auch ein bisschen nach dem Beispiel von Verkettung, Forschung und Science in Deutschland, also Max Planck, Fraunhofer und so weiter und Wirtschaft. Damit möchten wir auch etwas Ähnliches machen und in diese Verkettung sozusagen, der positiven sozusagen Stufen, machen wir schon sowas auch. Also in dem Bereich sehen wir großes Potenzial. Und ich habe schon am Anfang, das habe ich erwähnt, dass wir unterstützen wirklich fast täglich mittelständische Wirtschaftsbetriebe, mittelständische Unternehmer. Das ist für uns äußerst wichtig, weil die Großen, die haben schon fast alles. Ja, und wir brauchen mehr Luft für die Mittelständische. Ja. Und auch in der Hinsicht, meiner Meinung nach, von meiner Sicht, sind unsere sozusagen Backgrounds sehr ähnlich. Tschechische Republik, ehemalige DDR, also Mitteldeutschland, sehr ähnlich. Mit allen diesen Vorurteilen und so weiter und so weiter. Deswegen müssen wir darauf arbeiten, aber wir sind überzeugt, fest überzeugt über die positive Entwicklung hier. Und übrigens, ich möchte noch eine kleine Anmerkung beifügen. Sie haben das, Herr Moderator und Herr Herbst hat das auch gesagt, mehrmals erwähnt, wir müssen mehr zusammen, das hat eigentlich auch Herr Dulig bei seinem Kuchentisch-Tournee mehrmals gesagt, wir müssen mehr zusammen auf der Bundesebene etwas machen. Aber das machen wir zum Beispiel mit dem tschechischen Ministerium, also mit Herrn Gulik. Ja, unser Verkehrsminister hat ihn vielleicht in den letzten zwei, drei Jahren 10-mal getroffen. Und zusammen mit ihm, also mit Herrn Gulik, haben beide Herren wirklich gemeinsame Strategie gegenüber Herrn Dobrindt, ja, gemacht. Das war nicht so einfach, selbstverständlich. Ja. Und wir haben etwas erzielt. Noch vor einem halben Jahr war im Bundesverkehrswegeplan diese Strecke Dresden-Prag auf der unbedeutenden Position oder in der Stufe 3. Jetzt haben wir das schon wirklich besser gemacht. Also das war unsere Strategie. Also Berlin, nicht bloß Berlin, nicht bloß Dresden, aber auch Berlin und unsere Interesse, gemeinsame Interesse zu verteidigen.
Damit sind wir zufrieden. Vielen Dank, Herr Generalkonsul. Meine Damen und Herren, gerne möchte ich Sie einladen, sich zu beteiligen an der Diskussion hier. Eine erste Wortmeldung haben wir schon. Aber, meine Damen und Herren, Sie sind alle herzlich eingeladen. Wir haben die Zeit heute Abend und es ist eine überschaubare Runde. Insofern würden wir uns sehr freuen, wenn Sie sich einfach ganz formlos zu Wort melden. Bitte schön, hier in der dritten Reihe, Sie hatten sich gemeldet. Wenn Sie uns freundlicherweise noch sagen, wer Sie sind, dann ist einfach die Ansprache, die Kommunikation etwas leichter. Mein Name ist Schwilinski, ich bin bei Herrn Neumann insbesondere bekannt, aber auch unser Oberbürgermeister der Stadt kennt mich. Meine Frage an Sie persönlich. Sie haben hier die Bedeutung der beiden Nachbarländer sehr stark herausgearbeitet und immer wieder unterstrichen. Was mich seit Ewigkeit schon ärgert, und es ist eigentlich ein Trauerspiel, was der MDR jedes Wochenende macht, indem er Informationen von den beiden Nachbarländern Polen und Tschechei übermittelt. Tschechei lasse ich mal weg, weil ich dort nicht so firm bin, aber auch zu Polen. Das sind Informationen, die eigentlich beschämend sind, die der MDR bringt, weil sie einfach bedeutungslos sind für die jeweilige Zeit, die Information für die gebracht wird. Als Beispiel, der polnische Präsident hat vor kurzem Widerspruch eingelegt, Veto eingelegt zu der Veränderung der Verfassungsorgane in Polen. Das ist erstmalig und das ist meines Erachtens eine Meldung wert, denn er, der Präsident, hat zum ersten Mal der Kaczynski widersprochen. Er war eine Figur von Kaczynski, wo er keine eigene Meinung hatte. Und nun plötzlich hat er eine gewisse Bewegung ins Land gebracht da. Warum bringt der MDR mir entsprechend der Bedeutung beider Länder bedeutende Informationen für die Bevölkerung? Zweite Frage hätte ich an den Oberbürgermeister. Sachsen und Niederschlesien sind eigentlich die Vorläufer der heutigen EU. Es gab zu Augusten Starken eine kleine EU zwischen Sachsen und Niederschlesien. Und was würden Sie als Oberbürgermeister tun, oder was tun Sie als Oberbürgermeister, um solche alten Wirtschafts- und Kulturtraditionen noch stärker zu beleben, also zur Zeit zwischen Dresden und seiner Partnerstadt Wrocław gemacht werden? Alte Verbindungen beleben, Herr Oberbürgermeister. Ich würde die Frage jetzt, weil es gerade so gut passt, an den Herrn Oberbürgermeister weiterreichen und ich sage ihm gleich sehr gern meine Einschätzung dazu. Bitte schön. Also habt ihr jetzt ein schönes Interview gelesen. Es war ein bisschen Spaßkunde weg von Daniel von Sachsen bei dem Thema Einführung der Monarchie, dass er da jetzt nie den Luther Wettin in den Ring werfen will. Aber Spaß beiseite, das war jetzt eher nicht ganz ernst gemeint. Also passt da gerade so schön. Nein, wir versuchen ja als Stadt im Wesentlichen sehr intensiv die Beziehung zu unserer Partnerstadt Wrocław zu erleben. Und wenn ich mir anschaue, es gibt eigentlich kaum zu einer anderen Partnerstadt so eine intensive Beziehung, wie wir zu Breslau haben, im regen Austausch. Ich werde jetzt in wenigen Tagen wieder in Breslau sein, wenn wir gemeinschaftlich mit der Universität und dem Dresden-Konzept unsere Ausstellung, die letztes Jahr hier im Sommer über auf dem Neumarkt gestanden hat, jetzt in den letzten Wochen in London war, wird in wenigen Tagen dann nach Wrocław gehen, unsere Partnerstadt, und eben die wissenschaftliche Kompetenz unseres Standortes in unserer Partnerstadt darstellen. Und gerade dort sehe ich ein riesiges Potenzial, denn Wrocław mit einer Stadt mit 120.000 Studenten, einer starken Wissenschaftslandschaft mit vielen Interaktionen heute zu unseren Forschungseinrichtungen bereits, dort ist ein wahnsinniges Potenzial für uns auch in Zukunft da. Wir sind sehr, sehr eng miteinander verbunden, partizipieren da auch stark. Wrocław war letztes Jahr Kulturhauptstadt Europas. Wir wollen es 2025 werden. Wir sind da in einem sehr intensiven Austausch von den Erfahrungen unserer Partnerstadt zu profitieren.
Habe jetzt Anfang Oktober wieder zu einer Europakonferenz für Bürgermeister eingeladen. Bin sehr dankbar, dass mein Kollege Dudkiewicz auch zugesagt hat, zu kommen. Also hier sehe ich in verschiedensten Formen wirklich einen intensiven Austausch. Ich habe jetzt mit dem jüngsten Haushalt ja ein Schüleraustauschprogramm aufgelegt, also wo wir gerade gucken wollen, dass die jungen Leute in die Partnerstädte gehen können, also Oberschulen, Berufsschulen, im Wesentlichen mein Fokus. Da haben wir alleine 200.000 Euro pro Jahr, stellen wir unseren Schulen zur Verfügung. Und auch da hoffe ich, dass wir eine lebendige Partnerschaft aufbauen. Ich sehe, dass die Handwerkskammern einen regen Austausch pflegen und so weiter. Man könnte dann Punkt machen. Und dann sind wir zwei Oberzentren. Oberzentren, wenn wir miteinander eine starke Verknüpfung haben, die natürlich auch in unserer Region ausstrahlen. So ist meine Antwort. Ja, vielen Dank, Herr Oberbürgermeister. Ich kann Ihnen zu Ihrer ersten Frage, was die Berichterstattung angeht, zwei Dinge sagen. Erstens bitte ich um Nachsicht. Ich bin nicht der Pressesprecher des Mitteldeutschen Rundfunks. Insofern bitte ich um Verständnis, wenn ich sozusagen da eher etwas grundsätzlich antworten muss. Die Berichterstattung über die Vorgänge, die Sie angesprochen haben, waren sehr breit in den Nachrichten, in den Magazinen, im Hörfunk. Wenn Sie das vielleicht nicht ganz so intensiv verfolgen konnten, es wurde sehr ausführlich berichtet. Und zwei bitte ich einfach um Verständnis, dass ich sozusagen da nicht der Programmverantwortliche des MDR bin, der in diesem Rahmen Ihnen dazu jetzt etwas sagen kann. Aber ich darf Sie herzlich einladen. Am Rande nach dieser Veranstaltung spreche ich gerne mit Ihnen, tauschen wir uns nochmal aus. Aber das ist hier jetzt nicht meine Rolle, da bitte ich herzlich um Verständnis. Meine Damen und Herren, es gibt noch mehrere Wortmeldungen, ich habe das eben schon gesehen. Da gab es jetzt einen kleinen Wettbewerb der Handmeldungen. Ich würde sagen, der Herr hier in der zweiten Reihe und dann sind Sie dran. Ja. Wenn Sie mir folgen wollen, danke ich Ihnen sehr herzlich. Bitte schön. Ich bin Mitglied bei Dr. Neumann, dem Westeuropa-Institut, auch Mitglied der FDP. Es ist vieles richtig gesagt worden. Ich denke, auch Kroatien kann ich nur so auch sehen, dass es ein guter Markt ist. Aber vor allem, ich war jetzt in Polen auch zwei Wochen, eine Rundfahrt von Nürnberg. Warschau bis hoch Danzig, Polnische Ostsee, ein riesiger Markt, der sich wahnsinnig gut entwickelt. Auch das kann ich nur so sehen, auch Tschechien sicherlich, habe ich gerade gelesen, der dynamischste überhaupt. Das kann ich nur so wiedergeben, wie ich es gelesen habe. Nur meine Frage ist, Wirtschaftspolitik ist ja nicht nur eine Frage von Infrastruktur, sondern auch von wo geht die Reise hin überhaupt, in welche Richtung entwickelt sich ein Land demokratisch oder national konservativ oder wo geht die Reise überhaupt hin? Und da sehe ich Tschechien und da sehe ich die Slowakei, gut, das ist ein bisschen weiter weg, und da sehe ich Polen und da sehe ich Ungarn auf einem ganz schlechten Weg. Ich habe zwar gesehen, dass wir in Warschau, hier ist das Segen und davor ist der Präsidentenpalast, dass es dort auch Pulse of Europe gibt, ein paar Leute, die so demonstrieren, ganz toll. Aber die Mehrheit der Länder hat sich ja nun anders entschieden. Und jetzt kommt das eigentliche Moment, und da ist es meine Frage, wenn Europa ernst macht, Brüssel ernst macht und dreht mal ernsthaft die Hähne zu, dann müsste es doch eine gravierende Wirkung auf die, was fördertechnisch die Technik anbelangt, gravierende Wirkung auf die Märkte haben und insoweit möglicherweise auch eine so eine Art Bumerang-System auf Sachsen möglicherweise haben. Das ist jetzt meine Frage. Die Frage der inneren Entwicklung in den Ländern. Das ist sicher eine Frage für Herrn Herbst, aber vielleicht auch für den Herrn Generalkonsul. Schauen wir gerne nochmal in die Runde. Da haben alle Herren Erfahrung und Meinung dazu. Vielleicht Herr Herbst zuerst. Vielleicht kurz mit Blick auf Polen, weil Tschechien, glaube ich, kann eher mehr sagen als ich. Ja, auch sehr intensiv immer am Schauen, was passiert da. Wir haben auch eine Partnerpartei, die Nowoczesna. Ich glaube, in Polen haben wir einfach im Moment eine Situation, dass eine Regierung demokratisch gewählt ist. Die PiS ist demokratisch gewählt, das muss man auch als Deutsche akzeptieren. Auch wenn das für die deutsch-polnische Beziehung schwieriger geworden ist als mit der Vorgängerregierung, mit der Bürgerplattform. Aber es ist so und im Moment gibt es halt da sehr starkes Aufeinandertreffen zwei verschiedener Strömungen.
auf der einen Seite die PiS, die natürlich das, was sie im Wahlkampf versprochen hat, auch in den Institutionen durchsetzen will, auf der anderen aber eine sehr starke Zivilgesellschaft. Auch das darf man nicht vergessen. Wir haben viele große Demonstrationen in Polen gesehen, in ganz vielen Städten. Und ich sage mal so, das wird sich zur nächsten Wahl klären. Ich bin kein Fan davon, immer sofort mit dem europäischen Sanktionshammer zu drohen, solange nicht wirklich grundsätzliche Sachen verletzt werden. Weil wir dürfen auch nicht vergessen, wenn wir an europäische Regeln denken, diejenigen, die beispielsweise Maastricht-Kriterien gebrochen haben, waren Deutschland und Frankreich. Das war nicht Ungarn, das war nicht Polen, Tschechien. Das waren eigentlich die Stützen der EU. Und normalerweise hätten wir uns selbst oder die EU hätte uns bestrafen müssen. Sie hat das nicht getan. Und insofern muss man dann aufpassen, dass man nicht nur gegen die Länder vorgeht, wo vermeintlich weniger Widerstand zu erwarten ist und also mit zweierlei Maß ist. Ich bin dafür, dann ist es, glaube ich, ein wirkliches Problem für Europa, wenn der Eindruck entsteht, dass die einen bestraft werden, die anderen nicht. Also wenn Regeln gelten, müssen sie für alle gelten. Und wenn dann gegen Regeln verstoßen würde, die das grundsätzliche Zusammenleben, sagen wir unser Verständnis vom Rechtsstaat beispielsweise verletzen, dann muss es auch Sanktionen geben können. Meine Meinung. Kann man anders sehen. Sie sind gleich. Die gelten auch für die Briten. Europa wird sich manches nicht mehr lange gefallen lassen. Und Sie haben eine Frage, sondern oder die ganze Runde noch nicht beantwortet. Hat es wirtschaftliche Auswirkungen? Ich denke ja, aber ich frage Sie. In Polen hat es im Moment Auswirkungen möglicherweise auch auf Sachsen in Europa. Das sind Fragen von mir. Ja, ist angekommen, vielen Dank. Herr Herbst, ja, also ich glaube, was die. Ja, das ist auch Sie das gut meinst oder nicht? Das sind Geschichten. Ja, aber lassen Sie uns das durchaus mal darstellen. Also ich glaube, für die direkte wirtschaftliche Zusammenarbeit, ich denke an längeren Horizonten. Wenn ich heute als Unternehmer, als deutsches oder sächsisches Unternehmen Produktionsstandort in Polen mache, dann mache ich eben nicht einen Wahlzyklus von 4 oder 5 Jahren, sondern ich will ja dann dauerhaft Geschäfte machen. Insofern wird es da kurzfristig wahrscheinlich keine Einschläge geben, aber natürlich ist das bilaterale Verhältnis wichtig. Das ist überhaupt keine Frage, das haben wir ja in der gesamten Europäischen Union. Wie sind die Investitionsbedingungen? Wie ist der Austausch, wie ist grundsätzlich das Klima auch für Deutsche in Polen zu arbeiten, Polen auch bei uns, ja, nicht nur eine einseitige Geschichte. Und das spielt natürlich eine Rolle. Also wir sollten auch ein Interesse oder ein ganz besonderes Interesse haben, auch nicht irgendwie hochnäsig in andere Länder zu blicken, sondern auf Augenhöhe mit Leuten zu reden. Ich finde es auch gut, ich glaube, das ist auch die Akzeptanz, auch mit Tschechien, wo am Anfang natürlich in Deutschland wir durch die Unterstützung Westdeutschlands einen sehr schnellen Sprung gemacht haben und in den Ländern langsamer lief, aber ich sag mal, die Hochachtung ist, glaube ich, gewachsen, weil Polen und Tschechien haben es aus eigener Kraft geschafft. Und das ist, glaube ich, was wir nicht hoch genug anerkennen sollten. Und ich glaube, wir haben jetzt eine Situation, wo man auf Augenhöhe miteinander spricht, wo nicht der eine auf den anderen irgendwie so ein bisschen herabblickt. Und das sollten wir uns auch bewahren. Also wir sollten nicht mit dem Zeigefinger durch die Gegend gehen, alle anderen belehren, wie es zu passieren hat und dass es möglichst deutlich zu passieren hat. Ich glaube, jedes Land muss seinen Weg auch finden und seinen Weg gehen. Und wenn dort auch Wahlen stattfinden, deren Ergebnisse uns nicht gefallen, ist es für uns erstmal zu akzeptieren, dass das Wahlergebnis so ausgegangen ist, genauso wie wir umgedreht auch erwarten, dass wenn bei uns ein Wahlergebnis mal blöd ist, sagen wir bei uns erst NPD im Landtag, da haben wir, glaube ich, auch keine Belehrung aus Tschechien bekommen, dass hier die Nazis gewählt worden sind, wie böse Sachsen deshalb ist. Also ich glaube, da müssen wir beide gegenseitig ein bisschen vorsichtig und auch verständnisvoll sein. Herr Generalkonsul, Sie haben, wenn wir vielleicht, Sie haben, Entschuldigung, jetzt muss ich ein bisschen einhaken, Sie haben uns hier als Runde angesprochen, ich würde gerne den Herrn Generalkonsul noch das Wort dazu geben, weil Herr Generalkonsul Dr. Kudela ein langjähriger, ganz profunder Kenner der Entwicklung in Osteuropa ist und Herr Generalkonsul, ich vermute, Sie haben auch eine Meinung dazu. Naja, selbstverständlich. Bis jetzt läuft alles eigentlich normal. Ja. Und das muss ich bestätigen, Handelsleute, die arbeiten auf größere oder auf längere, so weitere Horizonte, ja. Nicht bloß auf 4 Jahre. Ja. Also selbstverständlich, wir sind gegen Sanktionen, aber selbstverständlich, wir möchten auch wirklich offen über manche Fragen in Brüssel sprechen. Ja. Und was Herr Herbst erwähnt, diese Augenhöhe ist für viel mehr empfindlichere Polen als Tschechen sehr, sehr wichtig. Ja? Wir sind sozusagen nicht so empfindlich, nicht so national, ja, begründet oder ja, angelaunt wie unsere polnische Nachbarn und Brüder. Aber es gibt wirklich große Unterschiede. Mentale und so weiter zwischen Tschechen und Polen. Aber ich verstehe ja eigentlich gewisse Maße diese polnische Nervosität, ja, wenn
so großes Volk, 40 Millionen Einwohner und so von einer, nicht Augenhöhe, aber von einer gehobenen Stimme eigentlich gestraft oder gepeitscht ist sozusagen. Ja. Das kann ich verstehen. Selbstverständlich, unsere Regierung ist andere Regierung als die polnische, ist selbstverständlich nicht so, übrigens gar nichts national sozusagen gefärbt, bis jetzt. Wir haben Koalitionsregierung und am 21. Oktober haben wir Parlamentwahlen, also einen Monat eigentlich nach den Wahlen hier. Und ich pflege immer zu sagen, dass die Ergebnisse der Wahlen hier in Deutschland können unsere Wahlen auch beeinflussen. In ein paar Prozenten, aber ich bin darüber überzeugt. Deswegen, ich bin eigentlich überzeugt, dass unsere Verbindung, wirtschaftliche Verbindungen mit Westeuropa und Deutschland speziell sind so stark, dass eigentlich diese, würde ich sagen, Disturbanzen oder diese Störungen sind wirklich empfindlich und müssen wir darüber wirklich denken und nachdenken, aber momentan und in der nähen Zukunft wird das nicht wird unsere wirtschaftliche Zusammenarbeit sicher nicht beeinflussen. Darüber bin ich überzeugt. Obwohl, muss ich sagen, wie ich als ein Tscheche, als ein überzeugter europäischer Bürger, bin ich sicher nicht zufrieden mit der Entwicklung, politischen Entwicklung in Mittelosteuropa sozusagen. Ja. Aber das ist nicht bloß bei uns. Das haben wir alles schon erlebt. In Italien, in Griechenland auch ein bisschen und so weiter und so weiter. Das ist nichts, das ist nicht novum sub sole, nichts Neues unter der Sonne. Ja, also das, und ich bin Historiker und unsere Fähigkeit, verschiedene Katastrophen zu überleben, ist relativ hoch, ja, bei uns in Mitteleuropa. Also ich muss optimistisch bleiben. Entschuldigung. Als Gründungsmitglied in Italien, ich will hier mal ganz Klartext reden, der hat es versucht, die Unabhängigkeit der Medien und der Justiz auf sich zu nehmen, weil er ein Streicher war oder ist. Aber Kaczynski versucht das gerade, und die Frau Beata Zytlo, oder wie sie, ich glaube, sie nicht heißt sie. Die versucht, das kann man doch nicht totschweigen, das ist doch nicht nur eine wirtschaftliche, das ist doch eine wirkliche Vielen Dank. Vielen Dank. Wir haben Sie verstanden. Entschuldigung, wir diskutieren auch hier noch weiter. Herr Dr. Neumann hatte sich auch noch gemeldet. Herr Generalkonsul, noch eine kleine Bitte. Ja, zum Beispiel unsere Justizorgane, Oberste Gericht, Verfassungsgericht und so weiter, die haben sich wirklich, unsere Richter sozusagen, die sind unabhängig, die haben sich wirklich kritisch geäußert dazu, was passiert in Polen, ja, in diesem Bereich. Ja. Aber das war ihre kritische Äußerung. Aber selbstverständlich, die Regierung ist etwas anderes. Ja. Regierung, wir pflegen unsere sozialen Beziehungen zu Polen auf der höchsten Ebene. Ja. Und wir haben schon so vieles erlebt bei uns in Mitteleuropa, das habe ich schon eigentlich gesagt, dass wir müssen optimistisch bleiben. Wir haben 8 Jahre fast Selbstherrschaft von Nationalisten in der Slowakei erlebt, ja, Wladimir Mečiar. Bis jetzt muss man aufräumen dort, ja, das ist nicht einfach, aber wir blieben zusammen, obwohl Slowakei damals noch härter sozusagen von Brüssel kritisiert wurde als heute Polen, ja. Und wir blieben zusammen und wir wollten wirklich solidarisch sein mit der Slowakei. Nicht bloß darum, deswegen, weil die Slowaken da sind, aber deswegen, weil es Mitteleuropa. Wir pflegen unsere Mitteleuropa, unsere mitteleuropäische Zusammenarbeit. Vielen Dank. Herr Dr. Neumann.
Lieber Herr Lütscher, ich glaube, Sie zu verstehen. Und ich glaube, da würden wir sogar einen Konsens finden. Ich will es mal so anfangen. Ich habe einen Dissens insofern mit dem Herbst, als es mir zu kurz gesprungen ist, zu sagen, jedes Land hat seine Eigenart. Ich will das in drei Punkten zu dem jetzt Gesagten mich äußern. Erstens, ich stimme uneingeschränkt ein mit dem, was Jerzy Kudela gesagt hat, nämlich, dass natürlich wirtschaftliche Beziehungen auch helfen. Insofern nutzt Wirtschaft auch für das wechselseitige Verständnis. Wunderbar. Aber da sind eben zwei andere Fragen zusammen, sei ich als Staats- und Verfassungsrechtler und auch als jemand, der Altrepublikaner ist und als rheinischer Sachse herzlich gern in Sachsen lebt, der aufgenommen wurde und das Land liebt. Es gibt zwei verschiedene Dinge. Die eine Frage ist, wie verhält sich die Bundesrepublik Deutschland, das geht in die Richtung, was der Herbst gesagt hat, auch schon in den letzten 10 Jahren gegenüber kleineren Ländern, das fängt mit den Kanarischen Inseln an, wie die Bundesrepublik Deutschland darauf reagiert, wenn da Flüchtlinge kommen. Es geht um die Frage, setzt man bestimmte Griechenlandpolitik, die man gut vertreten kann, auch wenn man eine andere Politik genauso gut vertreten könnte, aber man wird niemals die Bedeutung der Griechen für die Demokratie, für die Philosophie, für die Kunst, für die Wissenschaft. Das hätte ich jede 2 Tage von einem deutschen Politiker mir gewünscht. In diesem Sinne bin ich beim Herbst uneingeschränkt. Und ich finde es dann auch problematisch, wenn ein Telefonat zwischen der Bundeskanzlerin und dem österreichischen Kanzler, ob das nur 15 Minuten oder eine halbe Stunde gedauert hat, spielt keine Rolle. Nicht, weil ich den humanitären Ansatz nicht absolut teile, aber bei 27 anderen Ministerpräsidenten, 27 anderen Parlamenten, Europäischen Parlament etc. etc., die nicht gefragt, inklusive Bundesregierung und deutschem Parlament, ja, da kommt auch so etwas rüber, was vielleicht in Richtung von Herrn Herbst geht, nämlich man muss Respekt haben vor den kleineren Ländern. Nur Ihre Frage zielte überhaupt nicht dorthin. Und das sage ich jetzt als Demokrat, Staatsrechtler und Verfassungsjurist. Und für mich als Altrepublikaner ist das wie eine romantische Liebe. Gewalten teilen, das Geringste in Frage stellen von Justiz, damit, ich will jetzt nicht die Länder mit vergleichen, haben die Diktaturen Europas immer begonnen. Und wo das geendet hat, wissen wir. Und das ist die Lehre des Zweiten Weltkriegs. Und das ist kein Spaß mehr. Und da geht es nicht mehr um die Frage von Befindlichkeit von Nationen. Die Grundlage Europas, darum geht es. Und das tut ihnen weh. Und deshalb haben sie so auf energisch reagiert. Ich kann es gut verstehen. Absolut. Das ist die Frage, wie geht Europa damit um? Das ist dann nicht mehr so einfach. Denn wir haben ja die Tendenz in vielen Ländern der Welt, und da können wir auch über Europa hinaus kommen, dass es eine Polarisierung gibt, wo jemand, der regiert, nicht im demokratischen Sinne der Minderheit weiterhin die Möglichkeit offen halten will, dass diese Mehrheit werden kann, sondern dass auch bei Einschränkung von Meinungsfreiheit Justiz eingesetzt wird, um die Gegenseite quasi zu vernichten. Und das ist antidemokratisch, das ist nicht abendländisch und das ist nicht europäisch. Das tut ihnen weh und das teile ich. Ob das allerdings dann direkt so klug ist, im Umgang mit Polen diese Schraube zu drehen, wie Sie eben erwähnt haben, ist dann vielleicht eine andere Frage. Aber denn, und da wieder meine Eingangsbemerkung, dass ich rheinischer Sachse bin, die postkommunistischen Länder, auch der Teil, der postkommunistisch deutsch ist, haben, und das ist ein wechselseitiges Problem, wir können nicht von Demokratie, von Gewaltenteilung reden, und niemand bringt einem was bei, niemand diskutiert das ernsthaft, sondern es geht nur um Fans. Und ich muss leider dann die Republik Kroatien mit reinnehmen. Es gibt tatsächlich Sitzungen, ich will jetzt gar nicht sagen, welcher Repräsentant des kroatischen Staates. EU ist nur dafür da, dass man Fans kriegt. Und solche Mentalität gibt es in fast allen. Nicht, dass dann die Regierungschefs das immer sind, aber in fast allen Ländern mit Nordosteuropas. Das ist zu kurz gesprungen. Wir haben es schlicht unterlassen, neben den ökonomischen Fragen, die seelische, die geistige, oder wie ich es eben beschrieben habe, die Frage der romantischen Liebe von Gewaltenteilung, dass aber das wertvoll ist und dass man das nicht auch nur so zerreden kann, sondern dass es etwas für andere Menschen ihr Leben gelassen haben und nicht zu knapp, und zwar viele. Dass das ein hoher, hoher Wert ist, vor allem anderen, von jedem, den man nicht mehr wirtschaften kann. Und dieser Zusammenhang zwischen ökonomischen Vorteilen in Europa und diesen anderen Errungenschaften, die die europäischen Ideale darstellen, da ist was schiefgegangen. Das teile ich. Da ist was schiefgegangen, daran müssen wir arbeiten. Das gilt übrigens auch für die Republik Kroatien. Danke, Herr Dr. Neumann. Wir haben noch mindestens 2 Wortmeldungen, meine Damen und Herren. Jetzt sind Sie dran. Danke fürs Warten. Ja, ich wollte gerne. Mein Name ist Dietmar Kuschischka. Wir hatten heute als Thema die abgeschnittenen Lebensorte nach Süden und Osten.
Wir haben sehr viel gesprochen über die Verkehrsanbindung Schiene, Verkehrsanbindung Autobahn. Aber der Elbistransitweg, Herr Generalkonsulat, die angesprochen ist doch unsere Elbe. Ja, wenn ich mich als geborener Dresdner an meine Kindheit erinnere, was sind für Schiffskonvois auf dieser Elbe hoch und runter gefahren? Wie viele Tonnen Güter sind da transportiert worden? Und wenn ich heute mal an der Elbe stehe, da kommt schifferweise Flotte, da kommen Touristenschiffe, aber Güterschifffahrt findet da heute faktisch gar nicht mehr statt. Aber im marginalen Bereich. Was ist denn mal angedacht, um die Elbe überhaupt in den Zustand zu versetzen, um dort eine ganzjährige, sagen wir, einen ganzjährigen Wasserpegel anzubieten, was in den durchgehenden Güterschifffahrt zwischen Tschechien und dem Hamburger Hafen möglich macht? Das ist eine Frage, die ist wie für einen Herbst gemacht. Ja, ich will es kurz machen, weil Sie haben noch was dazu zu sagen. Wir haben halt einen Zielkonflikt. Wenn ich wirklich ganzjährigen Güterverkehr dort realisieren würde, bräuchte ich mehrere Staustufen südlich von Dresden. Das heißt, die Natürlichkeit der Elbe würde ein Stück weit verloren gehen, weil anders ist es nicht zu regeln. Auf tschechischer Seite haben wir die ja schon oben. Wir haben einen Disput, zumindest von deutscher Seite, auch ein Stück sächsischer Seite mit der tschechischen Regierung, ob das jetzt klug für Sachsen wäre, noch eine weitere Staustufe dort zu machen. Jetzt sage ich mal, hochwassermäßig wäre vielleicht gut für Sachsen, weil wir es dann besser regulieren könnten. Aber es würde ja noch nicht helfen hier unten im unteren Teil des Stroms. Und dann muss sich irgendwann entscheiden, was will man. Will man einen zweiten Rhein, sage ich mal, der vom Wasserblumen natürlich so nicht machbar ist. Das heißt dann wirklich mehrere Staustufen nach unten mit auch schwerwiegenden ökologischen Auswirkungen. Ich sehe im Moment niemanden, der dazu bereit ist. Und anders wird es das nicht geben, weil einfach die Tage, wo du planmäßig deinen Verkehr fahren kannst, zu gering sind, als dass es eine verlässliche Transportstrecke ist. Das ist leider so. Deswegen sagen wir, der Dresdner Hafen macht ja auch ein Drittel seines Umsatzes mit der Schiene, ein Drittel mit der Straße und nur ein Drittel mit dem Fluss, wo eigentlich ja die Hafengesellschaft dranhängt, Freistaatsgesellschaft, die auch in Tschechien mit investiert ist. Also das wird man kaum auflösen können. Und ich sehe zumindest in den nächsten 10, 20 Jahren da eigentlich wenig Perspektiven, massiv die Bedingungen für die Güterschifffahrt auf der Elbe zu verbessern. Das muss ich bejahen, diese Äußerung leider. Aber weil wir haben uns eigentlich auf der zwischenstaatlichen Ebene, also zwischen Freistaat Sachsen und Tschechische Republik, sozusagen zu einer Übereinstimmung gekommen, dass wir müssen uns wirklich mehr auf Schienen orientieren. Weil Potenzial von Wasser ist leider so beschränkt, wie hat das jetzt geschildert. Wir können unsere Staustufen bauen, obwohl wir haben auch sehr große Probleme damit, weil unsere Grünen sind vielmal noch viel, manchmal viel mehr stärker als manchmal Deutsche sind. Ja? Und Staustufe Detschin zum Beispiel, die haben wir hier auch präsentiert, ist wirklich sehr große Konfliktfrage bei uns. Obwohl ich muss sagen, dass wir sind bereit, das zu bauen, aber das ist nicht genügend, ja, für das ganze Jahr. Ja. Und zweitens, es geht nicht bloß um Sachsen, es geht auch um Sachsen-Anhalt. Ja, und dort die Situation ist noch schwieriger und komplizierter mit diesen Meanders und so weiter und so weiter. Herr Herbst, das weiß viel mehr besser als ich. Ja, also für uns es wäre fantastisch, irgendwelche Kanäle hier durch Sachsen und Sachsen-Anhalt zu haben. Die konnten sich anknüpfen auf niedersächsische, sehr alte Kanälesysteme. Aber im heutigen Zustand von grünem Bewusstsein der Bevölkerung und der Politik auch, ich sehe kaum Chance. Oder konnten wir versuchen, vielleicht andere Schiffe zu entwickeln? Ja? Mit noch flächere, wie sagt man das auf Deutsch? Ja, weniger Tiefgang. Mit flächere oder weniger Tiefgang. Ist auch möglich, weil am Anfang an, in den 30. Jahren des 19. Jahrhunderts, wenn eigentlich alles das mit Wasserwegen begonnen hatte, damals war Tiefgang noch viel mehr tiefer. Und dann ein gewisser Ruston, das war ein Engländer in Prag, der hat diese neue Schiffe
gebaut im Jahre 1847, denke ich. Die waren nicht so tief. Und mit solchen Schiffen konnte schon reguläres Verkehr zwischen Dresden und Bodenbach, Tetschin, realisiert sein. Aber das ist auch Mensch. Ja? Ich habe auch Techniker, mit Technikern darüber gesprochen. Also entwickeln neue Schiffe mit nicht so tiefer Gang ist auch möglich. Aber noch dritte, letzte Frage ist, ja, Entschuldigung, aber Dresdner sind so gewöhnt auf die ruhige Elbe. Eigentlich. Mit mehr oder weniger touristischen Betrieb. Und Güterbetrieb interessiert hiesige, meiner Meinung nach, diese Gebirge nicht so viel. Und das ist auch politische Frage. Vielen Dank, Herr Generalkonsul. Wir haben mindestens noch eine Wortmeldung. Sie haben auch sehr lang. Sie verzichten schon. Dann schauen wir noch mal in die Runde, meine Damen und Herren. Ich darf an dieser Stelle sagen, ich habe immer großen Respekt davor, wenn wir auf die Uhr schauen. Wir sitzen jetzt hier schon eine ganze Zeit und ich weiß selbst, wie anstrengend das ist, wenn man, ich sage mal, einer ambitionierten Diskussionsrunde so lange, so aufmerksam, wie Sie das machen, zuhört und zuschaut. Insofern habe ich auch Verständnis dafür, dass der eine oder die andere schon mal auf die Uhr schauen und sagen, na, werden die da mal bald fertig. Aber trotzdem, Sie bleiben eingeladen, sich noch zu beteiligen. Ich schaue noch. Und ansonsten, meine Herren, würde ich gern die Zeit nutzen, auch Herr Oberbürgermeister. Der Herr Generalkonsul hat in der Sache so interessant und in der Form so sympathisch sein Bild der Zukunft gezeichnet, was er sich wünscht. Ich würde gerne die Schlussrunde, meine Damen und Herren, vielleicht sind Sie einverstanden, dazu nutzen, in dieser Runde auch zu fragen, was ist Ihr Wunschbild? Wir sprechen heute Abend über die abgeschnittenen Verkehrsadern und wie wir die wieder mit Leben füllen können und was eine verbesserte Verkehrsinfrastruktur in Richtung Süden und Osten bedeutet, wie die aussehen kann, welche Bedeutung sie hat. Was ist Ihr Wunschbild, Herr Oberbürgermeister? Also mein Wunschbild ist, wir haben jetzt viel über die Fernverkehrswege gesprochen, dass wir das auch bei den Nahverkehrswegen uns etwas damit beschäftigen. Für mich ist immer das beste Beispiel 500 wenige Meter zwischen Siedmitz und Dolnipostewa, wo auch viel Kritik vorher war. Und wird das, wenn ich sehe, wie gut die Verbindung angenommen wird und wie beide Regionen zusammen wachsen, dann ist das auch ein Thema, was uns in der Region beschäftigen muss. Mein Wunschbild ist, wenn man die Größe der Städte anschaut, dass Dresden sehr wohl das Thema Oberzentrum wahrnimmt, die Funktion auch für den ober- oder nördlich-böhmischen Bereich, also was mittelgroße Städte sind. Das bedeutet auch eine andere Anbindungsfrage, auch bis hin zu Nahverkehrsanbindungen der Stadt. Und insofern eine der Wünsche, die auch schon eher andiskutiert sind, dass mal es zeitnah gelingt, auch S-Bahn vom Flughafen Dresden bis nach Usti zu verlängern und andere infrastrukturelle Nahverkehrsanbindungen im nordböhmischen Raum zu organisieren. Und wir sehen, wer durch Dresden geht, wie viele Bürger aus Tschechien in unserer Stadt wirklich am Stadtleben teilnehmen, einkaufen, Kultur oder einfach nur auch genießen. Und umgekehrt natürlich ganz genauso, wenn da eine viel engere Verflechtung auch des Nahverkehrs möglich ist, dann kommen wir da ein ganzes Stück. Ja, vielen Dank. Herr Dr. Neumann, was geht Ihnen durch den Kopf? Welche Vorstellungen, welche Erwartungen und Wünsche haben Sie? Also der Kulturraum Sachsen, Tschechische Republik, die slawischen Völker bis hin nach Kroatien, die vieles gemeinsam haben und sich gut austauschen, dass sich das gut entwickelt und dass wir insgesamt in dieser Region nicht in diesem Ausmaße Bevölkerungsschwund haben, der sich auf die Wirtschaft massiv auswirkt und umgekehrt, wenn keine Wirtschaft da ist, taucht auch jeder ab. Also das ist ein Riesenproblem und nur wenn wir uns da rühren und die Verkehrswege kümmern, wie auch um die Zusammenarbeit und die Ansiedlung von Unternehmen und die Unterstützung jener, die Unternehmen auf den Weg bringen, dann wird uns das gelingen. Denn das Problem, dass die Oberzentren Zulauf finden und die ländlichen Räume sozusagen sinkende Bevölkerungszahlen, brutal auch in Sachsen, in schrecklicher Art und Weise sinkende Bevölkerungszahlen, das haben die überall, bis hier nach Kroatien. Und dieser Raum, das wäre eine Vision über die Verkehrswege, durch Ansiedlung, durch Partnerschaften zwischen Sachsen und Kroatien, aber auch eben der Tschechischen Republik und der Republik Kroatien, dass wir diesen Raum mehr Gewicht geben. Der andere ist schon da und der guckt nicht nach uns, der macht einfach.
Und man muss sich dagegen auch ein bisschen stemmen. Und das wäre das, was ich mir von uns wünsche. Ja, vielen Dank, Herr Dr. Neumann. Herr Generalkonsul, Sie haben im Grunde mich inspiriert, diese Runde noch mal so zu fragen, aber vielleicht noch mal aus Ihrer Perspektive die ein, zwei wichtigsten Themen. Das darf ich Sie noch mal fragen. Ja, mein Wunschbild habe ich schon richtig geschildert, aber ich muss sagen, Herr Oberbürgermeister hat das erwähnt, Nahverkehr. Ja, das ist äußerst wichtig, was wurde erwähnt. Ja, Dresden, Aussicht, S-Bahn und so weiter. Mein Wunschbild ist, übrigens, Prag hat sich entschieden, eine S-Bahn-Linie zum Prager Flughafen zu bauen. Ja. Und mein Wunschbild ist, dass die Leute aus Sachsen können ganz ruhig und einfach zum Flughafen nach Prag kommen und umgekehrt, ja, mit Schnellbahn, S-Bahn und auch mit unserer D9, also A9, also in der Richtung Motor und so weiter. Ja, das ist mein Wunschbild. Und noch diese Dreieck, diese Ballungsgebiet. Ja, und ein normales Region für normale Mitteleuropäer, Sachsen, Polen, Tschechen, die leben in diesem wirklich fantastischen Region. Ja, fantastische Geschichte und ich hoffe und bin überzeugt, fantastische Zukunft. Herr Herbst, welche Erwartungen und vor allen Dingen vielleicht auch Forderungen haben Sie? Das ist sozusagen unser Thema. Ja, ich erinnere mich gerade jetzt daran, wir hatten ja hier mal den Bürgerentscheid zur Autobahn nach Prag und da hatten wir plakatiert Frühstücken in Prag. Das ist ein sehr legendärer Spruch, damals das Jugendverband. Und ich glaube, es ist ein Stück weit Realität geworden, ja. Das ist einfacher geworden. Ich finde, es muss einfach normal sein, dass ich, wenn ich denke, ich fahre nach Berlin, genauso einfach muss es eigentlich sein, nach Prag zu fahren. Ob ich jetzt den Flughafen benutze, ob ich ein kulturelles Angebot wahrnehme oder auch als junger Student, wenn ich hier in Dresden Abiturient bin, mir überlege, wo ich studiere, studiere ich in Dresden, Leipzig, Berlin, sollte eigentlich genauso Prag und Breslau irgendwo dabei sein und das sollte, sag mal, ein gleiches Abwägen sein, wo es interessant ist. Ich finde, es ist unheimlich spannend und ich glaube, wir müssen gerade mit jungen Leuten noch mehr den Austausch fördern, einfach einen anderen Horizont zu bekommen und dann wächst auch die Region zusammen. Da bin ich zutiefst überzeugt. Es muss einfach völlig normal sein, dass man in Prag, Breslau oder in anderen Orten sich genauso zu Hause fühlt, sage ich mal, wie in Leipzig und Berlin. Herzlichen Dank, Herr Herbst, Herr Generalkonsul, vielen Dank, Herr Oberbürgermeister, Dankeschön, Herr Honorarkonsul Dr. Neumann, vielen Dank, dass Sie dieser Runde heute Abend dabei waren, meine Damen und Herren. Wir bedanken uns sehr herzlich, dass Sie heute Abend hier waren, dass Sie so aufmerksam, so engagiert zugehört haben, sich auch beteiligt haben. Das ist nicht immer ganz ohne Anstrengung, wenn man das 2 Stunden durchhalten will, auf Holzstühlen. Jedenfalls herzlichen Dank für Ihr Interesse. Kommen Sie gut nach Hause. Danke, dass Sie hier waren. Bis zum nächsten Mal. Ich darf mich bedanken im Namen der Wilhelm-Kühls-Stiftung. Dankeschön. Bitte.